Herzlich willkommen, schönen guten Abend ins Auditorium und wie immer auch in die angeschlossenen Fernsehstuben da draußen zum zweitletzten Vortrag in der diessemestrigen Ringvorlesung Kritische Theorie. Vorab schon der Hinweis, in der kommenden Woche, nein, in der übernächsten Woche, muss ich mich korrigieren, dann der letzte Vortrag in der Reihe von Maxi Berger, Entgrenzung der Künste und Ideologie. Unser heutiger Gast ist André Kistner aus Berlin, der Philosophie und Geschichte in Potsdam studiert hat und aktuell Promotionsstudent hier an der Uni Oldenburg ist, mit einer Arbeit zur Kritik der politischen Philosophie entlang einiger zeitgenössischer Autoren des 20. und 21. Jahrhunderts. Und André ist außerdem in der politischen Bildung tätig. Unter anderem leitet er einen Kapitallektürekurs alljährlich in Berlin von der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert. Der heutige Vortragstitel lautet Zur Kritik der Zivilgesellschaft und der Vortrag wird in etwa einer Stunde dauern mit der anschließenden Möglichkeit zur Diskussion. Das waren auch schon meine knappen Einleitungsworte. Schön, dass du da bist, André. Mögest du beginnen. Ja, Michael, vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, eingeladen worden zu sein zu dieser Ringvorlesung. Und wie der Michael schon gesagt hat, es geht um die Kritik der Zivilgesellschaft, sowohl als soziales Phänomen als auch als geisteswissenschaftlicher Begriff. Und vor allem geht es um die Begriffsgeschichte der Zivilgesellschaft und damit gehe ich dann jetzt auch in medias res. Es gibt kaum einen Begriff in der aktuellen politischen Philosophie, der Soziologie und Politologie, der einen solch hohen Stellenwert besitzt wie der der Zivilgesellschaft. Dabei versammelt der Begriff unter sich durchaus heterogene Bestimmungen und es bleibt oftmals vage und unklar, was genau welche gesellschaftlichen Akteure, Institutionen und Strukturen damit gemeint sind. Auch verschwimmen bei denjenigen, die den Begriff allzu gerne gebrauchen, häufig normative und analytische Aussagen. Vermutlich ist es gerade jener Vagheit geschuldet, dass der Begriff über alle politischen Spektren und akademischen Grabenkämpfe hinweg sich größter Beliebtheit erfreut. Dabei gebrauchen alle denselben Begriff und meinen doch Verschiedenes. Akteure der Zivilgesellschaft, wie etwa politische Stiftungen oder Non-Governmental-Organisationen, meinen damit in der Regel erst einmal sich selbst. In der Politologie und Protestforschung dient der Begriff vor allem als analytischer Rahmen, um moderne Formen des Widerstands, der durch die sogenannten neuen sozialen Bewegungen getragen wird, oder auch Protestformen zu fassen, wie etwa die Platzbewegungen oder die Proteste der Gelbwesten in Frankreich, die vor allem in der vorigen Dekade dieses Jahrhunderts eine wichtige Rolle gespielt haben. In der politischen Philosophie und Demokratietheorie wiederum gilt der Begriff der Zivilgesellschaft geradezu als Inbegriff des Guten. Eine starke Zivilgesellschaft soll dabei der Garant für eine funktionierende demokratische Rechtsstaatlichkeit sein, in der politische Macht und staatliche Gewalt durch eigenständiges bürgerschaftliches Engagement beschränkt und reguliert werden. Hierbei dient oftmals schon die bloße Existenz zivilgesellschaftlicher Institutionen und zivilgesellschaftlichen Lebens als Auskunftsmittel dafür, ob es sich um eine, wenn schon nicht gerechte, so doch akzeptable politische Ordnung handelt, beziehungsweise wird die Abwesenheit von Zivilgesellschaft mit autokratischen staatlichen Strukturen gleichgesetzt. Bei aller Verschiedenheit der Interessen und konzeptionellen Ausgestaltungen des Begriffs zeigen sich jedoch auch einige Gemeinsamkeiten, mitunter Grundbestimmungen der Idee der Zivilgesellschaft, zumindest in ihrer zeitgenössischen Form, die, wenn schon nicht inhaltlich ausformuliert, so doch immer schon in der Debatte mit anwesend sind oder im Bedeutungskontext mitschwingen. Dazu gehört zum einen die Idee, dass zivilgesellschaftliche Akteure und Institutionen keine unmittelbar staatlichen Verbände sind. Sie werden weder als Staatsapparate im klassischen Sinne verstanden, noch verfolgen sie direkte Staatszwecke, auch wenn sie unter Umständen ihr Handeln auf den Staat hin ausrichten. Als zivilgesellschaftliche Gruppierungen gelten gemeinhin eben Stiftungen und NGOs, sowie unter anderem Vereine, gemeinnützige und ehrenamtliche Organisationen und Politgruppen, die sich nicht in Form einer parlamentarischen Partei organisieren.
Zum anderen werden zivilgesellschaftliche Akteure aber auch nicht als wirtschaftliche Akteure betrachtet. Also ökonomische Interessenverbände, Lobbygruppen, Berufsgenossenschaften und Gewerkschaften scheiden ebenfalls daraus aus, was auch schon daran erkennbar ist, dass der Klassenkampf der traditionellen Arbeiterbewegung gemeinhin nicht als zivilgesellschaftlicher Protest verstanden wird. Die Zivilgesellschaft soll damit eine logisch wie auch immer vermittelnde Position zwischen Politik und Ökonomie, zwischen dem bürgerlichen Staat und den kapitalistischen Produktionsverhältnissen einnehmen. Damit zusammenhängt auch die Idee der Gewaltfreiheit, die mit dem Begriff der Zivilgesellschaft üblicherweise verknüpft wird. Während die Sphäre des Staates aus Ängste mit dem Gewaltmonopol und der Ausübung von Macht verbunden ist und zumindest in den Sozialwissenschaften noch nicht alle vergessen haben, dass auch die unternehmerische Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel mit Herrschaft und Ausbeutung einhergeht, wird die Sphäre der Zivilgesellschaft als eine Sphäre betrachtet, in der Konflikte gewaltfrei, eben in zivilen Formen ausgehandelt werden. Als äußerste Maßnahme des zivilgesellschaftlichen Protestes gilt daher der zivile Ungehorsam. Dabei fällt auf, dass der normative Gebrauch des Begriffs der Zivilgesellschaft in dem Maße vor allem ein ideologisches Bedürfnis zu befriedigen scheint, wie theoretisch unzulänglich sein analytischer Gebrauch ist. Nicht nur bleibt die Gewaltfreiheit ein frommer Wunsch in einer Gesellschaft, die sich fortwährend auch mittels Gewalt reproduziert, sondern der Begriff der Zivilgesellschaft scheint sich auch in dem Augenblick aufzulösen, indem man ihm innerhalb einer Theorie der Gesellschaft eine logische Position zuweisen und ihn konkret bestimmen möchte. Oder anders gefragt, was kann die Zivilgesellschaft eigentlich sein, wenn sie weder Staat noch Gesellschaft, wenn sie weder Politik noch Arbeit ist? Damit soll nicht gesagt werden, dass es so etwas wie die Zivilgesellschaft gar nicht gäbe, sondern es soll genau dieser Versuch unternommen werden, den Begriff der Zivilgesellschaft in Beziehung zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft zu setzen, ohne dabei auf die schlechten und abstrakten Voraussetzungen einer angeblich kritischen Theorie à la Habermas zurückgreifen zu müssen. In einer solchen vollendet sich nämlich vielmehr das Ideologem von der Zivilgesellschaft. Doch bevor wir auf die zeitgenössischen Theorien und Debatten zu sprechen kommen, lohnt es sich womöglich mit einem genealogischen Blick auf die Ideengeschichte dieses Begriffs zu schauen und seine Entwicklungen seit der Entstehung der modernen kapitalistischen Gesellschaften nachzuvollziehen, die natürlich eng mit den geschichtlichen Stadien zusammenhängt, die diese Gesellschaft seit den großen bürgerlichen Revolutionen im 17. und 18. Jahrhundert durchlaufen haben. Wir beginnen also mit einem kurzen historischen Vorlauf. Ihrem ideengeschichtlichen Ursprung nach fußt die Idee einer zivilen Gesellschaft jenseits aller politischen Verbände und Vereinigungen in den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft. Und sie ist daher aus Ängste mit ihrer historischen Entstehung verknüpft. Zwar kannte man schon im alten Rom die Formulierung Societas Civilis, doch damit war gerade das Gegenteil gemeint, nämlich die politische Vereinigung der Bürger unter dem Protektorat des Imperiums. Nur wer Bürger war, durfte einen freien Beruf erlernen oder an den Staatsgeschäften teilnehmen. Mit der Societas Civilis war unmittelbar das politische Gemeinwesen gemeint und noch in der politischen Theorie John Lockes heißt es of political or civil society. Ihre Bedeutung verschiebt sich erst gegen Ende der naturrechtlichen Abhandlungen der Aufklärung und zwar in Schottland, also ausgerechnet in dem Land, in dem die sogenannte ursprüngliche Akkumulation des Kapitals mit äußerster Rücksichtslosigkeit und Brutalität vor sich ging. Es waren die schottischen Moralphilosophen, die mit der Civil Society einen Prozess der Vergesellschaftung ins Auge fassten, der nicht mehr primär auf der Gründung politischer Körperschaften beruhte, sondern auf der Arbeitsteilung und der sukzessiven Ausbreitung von Verkehr und Handel. Dies hatte eben auch moralphilosophische Konsequenzen. Einstmals sollte es die Tugendhaftigkeit, die Virtuousness der Bürger sein, durch die das politische Gemeinwesen Stabilität erlangen sollte und durch deren geistiges Band die Bürger zusammengehalten werden. An ihre Stelle traten nun die Manners, die Gepflogenheiten und guten Manieren, mit denen die Glieder der Civil Society in einen zivilen und sittsamen Verkehr treten sollten. Daher ist es wenig verwunderlich, dass es ein Moralphilosoph gewesen ist, nämlich Adam Smith, der mit seinem Wealth of Nations zugleich die wichtigste ökonomische Abhandlung des 18. Jahrhunderts verfasst hat, in der er dann auch den Mythos von der ursprünglichen Akkumulation schuf,
nachdem die primäre Anhäufung von Kapital vor allem auf der Sparsamkeit fleißiger Bürger beruhe. Die erste große Abhandlung über die bürgerliche Gesellschaft jedoch verfasste sein Kollege Adam Ferguson mit seinem Essay on the History of Civil Society. Hier wird die Civil Society eben als jener fortlaufende Prozess ihrer Ausbreitung und Differenzierung beschrieben. Dieser beruhe auf der Eigenaktivität der Menschen, die getragen sei von ihrer Selbsterhaltung, von ihrem Streben nach Reichtum und Glück. Dies führe zu einer Vervielfältigung der menschlichen Bedürfnisse und damit letztlich auch zu einer Vervielfältigung der menschlichen Arbeiten. In diesem reziproken Prozess differenziere sich nach Ferguson nicht nur die Arbeitsteilung immer weiter aus, sondern es entstünde auch ein engmaschiges Netz aus Handelsbeziehungen. Dieser Prozess ist für ihn eins mit der Zivilisierung der Menschheit. Die Civil Society ist für ihn in erster Linie eine Verkehrsform oder wie Marx und Engels es später nennen werden, ein Verkehrsverhältnis. In diesem Sinne ist auch der hohe Stellenwert der Manners in der schottischen, englischen Moralphilosophie zu betrachten. Denn die zivilen Formen des Güteraustauschs, die auf der Geldwirtschaft und dem Abschließen verbindlicher Verträge beruhen, erfordern auch friedvolle zivile Umgangsformen. Mit den Bedürfnissen und Interessen der Menschen sollten sich auch ihre Gemüter, ihre Temperamente, ihr Gebaren und ihr Urteilsvermögen kultivieren und, wie es Ferguson oft betont, verfeinern. Nicht mehr Tugend, Tapferkeit, Zugehörigkeit und Pflichtbewusstsein sollten, wie in der alteuropäischen Tradition, die vorrangigen sittlichen Werte darstellen, sondern Respekt, Höflichkeit und Offenheit gegenüber Fremden. Und schon die Moralphilosophie eines David Hume, die allein auf Sympathie und Antipathie gründen sollte, zeugt in dieser Hinsicht von einer ungeheuren Sentimentalität und Feinsinnigkeit. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass sich in der schottischen Philosophie mit dem abgeschlossenen Übergang von der feudalen zur kapitalistischen Produktionsweise die Transformation der aristokratischen Kriegerklasse zur Klasse der bürgerlichen Gentlemen im Vereinigten Königreich reflektiert. In dieser seiner schottisch-englischen Ausprägung wird der Begriff der Civil Society den kontinentaleuropäischen und speziell den deutschen Gelehrten als bürgerliche Gesellschaft überliefert, ohne dass dort schon die gesellschaftlichen Verhältnisse entsprechend weit entwickelt wären. Es wird kein geringerer sein als der als Staatsphilosoph verschriene Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der der bürgerlichen Gesellschaft nicht nur seine angemessenen Würdigungen, sondern auch seiner ersten gesellschaftstheoretisch fundierten Verortung zukommen lässt. Hegel hat zwar den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft nicht erfunden, sondern in der deutschen rechtsphilosophischen Debatte, wo er zunächst auch wegen der rückständigen kontinentalen Verhältnisse eine untergeordnete Rolle spielte, aufgegriffen und in seiner englisch-schottischen Bedeutung ausformuliert. Er war nicht nur ein ausgezeichneter Kenner der Moralphilosophen und mit den politischen und sozialen Entwicklungen in England bestens vertraut, schließlich ist sein letzter Aufsatz ein Kommentar zu der englischen Reformbill, sondern er rezipierte und exzerpierte auch die Klassiker der politischen Ökonomie, Smith, Say und Ricardo. Hegel bezeichnete die bürgerliche Gesellschaft als die Schöpfung der modernen Welt. Und ebenso wie für die schottische Schule ist sie eine von der Ökonomie durchherrschte Gesellschaft. Die Ökonomie betrachtet er noch ganz im Sinne einer anachronistischen Logik des Gebrauchswerts als System der Bedürfnisse. Und ähnlich den Überlegungen Fergusons sorgt bei ihm die bürgerliche Gesellschaft für eine Vermannigfachung dieser Bedürfnisse, der einer Ausdifferenzierung der Arbeitsteilung korrespondiere. Mit dieser Differenzierung erfolge ebenso sehr auch eine Differenzierung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Menschen, eine Erweiterung ihrer Kenntnisse und Tätigkeitsfelder, ihre Spezialisierung und Professionalisierung, kurzum der ganze Prozess, den Hegel unter dem Begriff der Bildung zusammengefasst hat. Somit ist Hegels Begriff der Bildung auch durchaus materialistisch, mit der Stellung der Menschen in ihrem Arbeitsprozess zu verstehen, und die bürgerliche Gesellschaft ist das Terrain, auf dem sich die Menschen bilden bzw. gebildet werden. Darüber hinaus ist die bürgerliche Gesellschaft auch das eigentliche Terrain der Moralität. Nicht nur, weil sich Menschen, wenn sie sich begegnen, notwendig Achtung und Respekt voneinander voraussetzen müssen und sich immer schon auch moralisch beurteilen, sondern vor allem auch deswegen, weil die bürgerliche Gesellschaft die Sphäre des Privateigentums und damit auch des potenziellen Konfliktes ist.
Die Modernität der Hegelschen Theorie besteht nicht zuletzt darin, keine inhaltlich ausgestaltete Moralphilosophie entwickelt zu haben, sondern Moralität als einen Modus begriffen zu haben, in dem Menschen miteinander und übereinander urteilen, dessen Inhalte aber durch die sittlichen Formationen der Familie, der Gesellschaft und des Staates gegeben sind. Die Konflikthaftigkeit der bürgerlichen Gesellschaft ist für Hegel dann aber zugleich auch für ihre Unzulänglichkeit verantwortlich. Es sei nämlich der Mangel der bürgerlichen Gesellschaft, dass sie eben keine politische Vereinigung sei, sondern in ihr der Gegensatz der Interessen und der Klassen, den er immerhin anhand der Existenz des Pöbels thematisiert, fortwährend walte. Die höchste Organisationsform, die die bürgerliche Gesellschaft erreiche, sei nach Hegel die Kooperation, also die in Berufsgruppen, Stände etc. zusammengefassten Privatinteressen. Letztlich würde es sich auf die gegenwärtige Verhältnisse bezogen um all jene wirtschaftlichen Interessenverbände handeln, die aktuell gerade nicht zur Zivilgesellschaft gezählt werden, doch dazu später mehr. Jedenfalls schaffen es auch die Kooperationen nicht, die bürgerliche Gesellschaft zu befrieden, da sie ja bloß die jeweiligen Sonderinteressen vertreten. Daher bedarf sie der staatlichen Regulierung durch die Polizei und die Gerichte. Darin zeigt sich auch, dass die drei großen Sphären der Sittlichkeit, Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat, bei Hegel keine absolut voneinander getrennten Sphären sind, sondern ineinander wirken. Einerseits wirken die Interessenverbände der bürgerlichen Gesellschaft über die öffentliche Meinung in die gesetzgebende Gewalt des Staates hinein, ein Umstand, der den jungen Marx dazu bewegen wird, bei Hegel nachzuweisen, dass der Staat entgegen aller Behauptung nichts anderes sei als das organisierte Privateigentum. Andererseits wirkt der Staat durch Polizei und Justiz in der bürgerlichen Gesellschaft, um den sozialen Frieden zu garantieren. Bekanntermaßen wird dann in den Grundlinien der Philosophie des Rechts die bürgerliche Gesellschaft von dem Staat aufgehoben, was bei Hegel nichts anderes heißt, als dass die bürgerliche Gesellschaft im Staat ihren Grund hat. Hier findet dann die Polemik vom Staatsphilosophen ihre Berechtigung. Allerdings bewahren seine Überlegungen auch hierin ihre Modernität. Was Hegel hier als erster noch im Modus eines etwas altertümlich wirkenden Paragraphenstils als Rechtsphilosophie entworfen hat, war nichts Geringeres als eine weitsichtige Theorie der Gesellschaft, die bis heute ihresgleichen sucht. Das übersieht, wer sich blenden lässt von dem häufigen Gebrauch der Worte Kooperationen, Stände und Monarch. Die marxische Kritik des Hegelschen Staatsrechts setzt daher auch nicht bei der notwendigen Beziehung von Staat und Gesellschaft in ihrer Trennung an, sondern damit, dass der Staat keine vernünftig konkrete Allgemeinheit verwirklichen könne, weil sein Inhalt eben die bürgerliche Gesellschaft sei. Das Wesen der bürgerlichen Gesellschaft habe Hegel jedoch nicht erfasst, und Marx wird es sich zur Lebensaufgabe machen, diese Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft, wie er es nannte, zu erfassen. Er wird die bürgerliche Gesellschaft als das bestimmte Verkehrsverhältnis betrachten, das aus den kapitalistischen Produktionsverhältnissen resultiert. Damit ist jedoch keinesfalls Hegels richtige Auffassung verneint, dass die bürgerliche Gesellschaft des bürgerlichen Staates bedarf, um diese Verhältnisse rechtlich abzusichern und auch mittels Gewalt aufrecht zu erhalten. Mit der Historikerin Heide Gerstenberger ließe sich noch hinzufügen, dass bürgerliche Staaten nur dort entstanden sind, wo es auch bürgerliche Revolutionen gegeben hat. Während sich die kapitalistischen Produktionsverhältnisse durch Kolonialismus und Imperialismus zu einem globalen System entwickeln konnten, ohne dabei notwendigerweise bürgerliche Beziehungsweisen auch hervorzubringen. Eine ganz andere Richtung politischen Denkens, die für die Idee der Zivilgesellschaft im 20. Jahrhundert wichtig sein wird, wird von dem Historiker und Politiker Alexis de Tocqueville verfolgt. Tocqueville, der selber dem Adel entstammt, dann im Auftrag der französischen Regierung die Vereinigten Staaten bereiste und während der Februarrevolution bis zum Staatsstreich Louis Napoleons als gemäßigt konservativer Abgeordneter tätig gewesen ist, entwickelt in seiner großen Abhandlung über die Demokratie in Amerika eine politische Theorie, die noch ganz in der großen alteuropäischen Tradition des politischen Denkens verankert ist, für die nicht nur das aristotelische Schema von Demokratie, Aristokratie und Monarchie, sondern auch die Verhältnisbestimmung von Individuum und politischem Gemeinwesen maßgebend geblieben ist
Und die über Machiavelli, Hobbes, Rousseau und Montesquieu ein großes geistesgeschichtliches Kontinuum bildeten. Seine Überlegungen stehen in seiner Zeit derart unberührt von der soziologischen Revolution, die sich in Deutschland mit Marx und Engels und in Frankreich mit Auguste Comte ankündigte, dass man glauben könnte, seine Abhandlung sei noch im 18. Jahrhundert verfasst worden. Noch ganz im Geiste der niedergehenden Aufklärung verfasst, kann er die gesellschaftliche Entwicklung in den Staaten nur als Prozess des fortschreitenden Individualismus beschreiben. Dennoch enthält seine Abhandlung ungeheuer scharfsichtige Überlegungen zur amerikanischen Verfassung, dem Geist, in dem sie geschrieben wurde, und die politische Kultur des Landes. Obwohl er den Begriff der Civil Society in seinem Werk überhaupt nicht verwendet, wird die amerikanische Gesellschaft als eine beschrieben, in der noch die banalsten öffentlichen Angelegenheiten durch freie und spontane Vereinigungen und Zusammenschlüsse geregelt werden. So schreibt er. Der gleiche Geist beherrscht das ganze Tun der Gesellschaft. Ein Hindernis liegt auf der Straße. Der Durchgang ist versperrt. Der Verkehr steht still. Alsbald bilden die Nachbarn eine beratende Gesamtheit. Aus dieser Stegreifversammlung entsteht eine ausführende Gewalt, die dem Übel abhilft, bevor irgendeiner der Beteiligten an eine Obrigkeit dächte, die es außerhalb der hier Gebildeten gibt. Geht es um ein Vergnügen, so schließt man sich zusammen, um dem Fest mehr Glanz und Ordnung zu verleihen. Endlich vereinigt man sich zur Abwehr rein geistiger Feinde. Man bekämpft gemeinsam die Trunksucht. In den Vereinigten Staaten vereinigt man sich zu Zwecken der öffentlichen Sicherheit, des Handels und Gewerbes, der Sittlichkeit und der Religion. Es gibt nichts, dass der menschliche Wille nicht durch freies Handeln der vereinigten Macht Einzelner zu erreichen hoffte. Entscheidend ist hier jedoch, dass sich in dieser selbstorganisierten Civil Society nicht nur wie in der Hegelschen Theorie der bürgerlichen Gesellschaft ökonomische Interessen organisieren, sondern vor allem auch eminent politische. Es ist natürlich nicht unschwer zu erkennen, dass dies mit dem Umstand zusammenhängt, dass es über mehr als ein Jahrhundert hinweg keine starke Zentralgewalt in den Vereinigten Staaten gegeben hat, während das politische Denken Europas immer schon den souveränen Monarchen voraussetzen musste. Auch fußte der egalitäre Charakter des politischen Lebens in den Staaten auf den relativ homogenen materiellen Voraussetzungen des kleinbürgerlichen und kleinbäuerlichen Eigentums der Settlers und Farmers, dem dann seit dem Ende des Bürgerkriegs durch die Industrialisierung und die von John Steinbeck so eindrücklich beschriebene Vertreibung und Enteignung durch den Großgrundbesitz der Garehaus gemacht wurde. Aber auch in den Überlegungen Tocquevilles steckt mit Blick auf die zeitgenössische Theorie der Zivilgesellschaft wieder sehr viel mehr, als aktuell damit gemeint ist. Denn bei ihm ist die amerikanische Gesellschaft auch eine selbstorganisierte politische Gesellschaft. Von den politischen Grundannahmen Tocquevilles ausgehend ließe sich jedenfalls eine direkte Linie zu Hannah Arendt und dann zu dem amerikanischen Kommunitarismus der Gegenwart ziehen. Hannah Arendt war nicht nur wie Tocqueville eine große Bewunderin der amerikanischen Revolution und der egalitär basisdemokratischen Formen, in denen sich das Gemeindeleben dort organisierte, sondern sie verfasste ihre eigene politische Theorie innerhalb des gleichen anachronistischen Rahmens der alteuropäischen Tradition politischen Denkens, die auch noch für Tocqueville kennzeichnend gewesen ist. Was nicht zuletzt daran erkennbar ist, dass sie nicht nur jegliche gesellschaftstheoretischen Voraussetzungen à la Marx ablehnt, sondern sogar den Begriff und das Phänomen der Gesellschaft selbst als eine moderne Entartung betrachtet. Idealistische politische Philosophien jeglicher Couleur werden in dieser Traditionslinie immer einen Fundus veralteter Begriffe haben, aus dem sie schöpfen können. Eine solche Philosophie ist unter anderem der Kommunitarismus, der nicht durch Zufall in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde. In seiner Polemik gegen den politischen Liberalismus John Rawls machen kommunitaristische Positionen noch einmal den Gedanken des bürgerschaftlichen Engagements und selbstorganisierter Communities stark, in einem Augenblick, in dem selbst in einem Land mit einer so langen und großen politischen Tradition wie den USA kommunales Leben und Engagement unter der Allmacht formeller kapitalistischer Vergesellschaftung und ihrer staatlichen Durchregulierung zum Erliegen kommen. Daher legt der Kommunitarismus sein ganzes Schwergewicht auch auf die von den Communities gemeinsam geteilten kulturellen Werte, die Religion und dergleichen mehr, anstelle einer gemeinsamen ökonomischen Basis. Gleiches zeigt sich übrigens auch in Habermas' Idee der Lebenswelt, wozu wir dann gleich noch kommen werden. Am ehesten ähneln die zeitgenössischen kommunitaristischen Ansätze noch der deutschen Misere im 19. Jahrhundert,
die sich in der Entwicklung der deutschen Rechtsphilosophie nur negativ reflektiert in der Eliminierung des Begriffs der bürgerlichen Gesellschaft. Was bei Hegel und seinem liberalen Schüler Eduard Ganz noch aus den englischen Verhältnissen für Deutschland und mit dem Begriff der bürgerlichen und mit dem Begriff der bürgerlichen Gesellschaft antizipiert wurde, scheiterte 1848 endgültig mit der Niederlage der bürgerlichen Revolution. Aber schon seit den Karlsbader Beschlüssen von 1819, bei denen zum ersten Mal ein europaweit koordiniertes Vorgehen politischer Geheimpolizeien gegen die liberale Bewegung beschlossen wurde, mussten sich vor allem in den deutschen Kleinstaaten Liberale und Nationale in scheinbar unpolitischen Vereinen organisieren. Prägend für diese Tradition waren nicht nur die studentischen Burschenschaften, sondern auch die von dem liberalen Antisemiten Friedrich Ludwig Jahn ins Leben gerufenen Turnvereine. Von da an trieb das Vereinswesen in den deutschen Landen die allergrößten Blüten. Es gründeten sich Sportvereine, Tierschutzvereine, Kulturvereine, Arbeiterbildungsvereine, Musikvereine, Jagdvereine, Friedensvereine und dann, vor allem seit der Reichsgründung 1871, paramilitärische, esoterische und völkische Vereinigungen. Das gleiche Schicksal ereilte die deutsche Arbeiterbewegung unter den Sozialistengesetzen 1878 bis 1890, die ihre Versammlungen unter dem Deckmantel des Vereinswesens abhalten musste. Dabei resultierte dieses blühende, selbstorganisierte Vereinsleben gerade aus einer Notsituation rückständiger ökonomischer Entwicklung einerseits und vollständiger politischer Entmachtung durch den preußisch-monarchischen Polizeistaat andererseits. Bezeichnend für diese Entwicklung ist dann auch der Umstand, dass in der großen allgemeinen Staatslehre Georg Jelineks, die pünktlich zum Jahrhundertwechsel gedruckt wurde, die bürgerliche Gesellschaft fast gar keine Rolle mehr spielt. Wie in der etwas später veröffentlichten Rechtsphilosophie Hans Kelsens wird die Gesellschaft nur noch als Staats- bzw. als Rechtsordnung aufgefasst und vielleicht ist das für das neuere Verständnis der Zivilgesellschaft, speziell für die deutsche Diskussion, nicht unwichtig, auch an die spezifisch deutsche Situation zu erinnern. Doch kommen wir zunächst zu dem eigentlichen Stichwortgeber der Zivilgesellschaft, dem italienischen Kommunisten Antonio Gramsci. Gramsci hatte natürlich in den Überlegungen, die er während seiner Haft unter dem Mussolini-Faschismus anstellte, die italienische Situation vor Augen, die der deutschen nicht unähnlich gewesen ist. Auch Italien gehört zu den verspäteten Nationen in Europa, deren Einigung durch mehrere Kriege erfolgte und die mit dem Ende des Ersten Weltkrieges nicht nur mit der sozialistischen Revolution, den selbstorganisierten Arbeiterräten konfrontiert wurde, sondern auch mit einer neuartigen Form der Konterrevolution, des Faschismus. Allerdings war Italien ökonomisch weitaus rückständiger als das Deutsche Reich und die römische Kirche war traditionsgemäß in der Bevölkerung stark verankert. Darum spielen die Religion und die Kirche in Gramscis Überlegungen auch eine sehr viel größere Rolle als bei anderen Theoretikern der bürgerlichen Gesellschaft, zumal er unter dem Einfluss des idealistischen Hegelianers Benedetto Croce stand. Letztlich meinte Gramsci mit der Società Civile explizit nichts anderes als die bürgerliche Gesellschaft im hegelischen Sinne. Diese grenzt er ab von der politischen Gesellschaft, also den Staatsapparaten. Die Unterscheidung ist für ihn jedoch, ähnlich wie bei Hegel, rein analytisch, denn in der Realität bilden diese beiden Formationen ein konkretes gesellschaftliches Ganzes oder in Gramscis Worten einen hegemonialen Block. Während die Institutionen der politischen Gesellschaft weitgehend mit Gewalt und Zwang operieren, wirken die Institutionen der Zivilgesellschaft vor allem auf der Ebene der Kultur und des Geistes. Damit sind aber weniger die ökonomischen Institutionen wie die kapitalistischen Betriebe gemeint, die für Gramsci ebenfalls zur Zivilgesellschaft zählen. Sein Begriff von Produktionsverhältnissen ist aber in dieser Hinsicht etwas unterentwickelt, sondern vor allem die freien Vereinigungen und Interessenverbände, aber auch das ganze Pressewesen und nicht zuletzt eben auch die kirchlichen Institutionen, das Gemeindeleben etc. Was sich in der Zivilgesellschaft in erster Linie organisiert, das sind die spirituellen und intellektuellen Fähigkeiten der Menschen. Gerade der Begriff der intellektuellen Arbeit und ihr Verhältnis zum Alltagsverstand stand im Zentrum seiner Überlegungen. Denn die Macht der herrschenden Klasse stütze sich nach Gramsci zwar einerseits auf politische Gewalt, andererseits aber auch auf einen öffentlichen zivilgesellschaftlichen Konsens.
der vor allem durch das Wirken der Intellektuellen zustande gebracht würde, wobei unter der intellektuellen Arbeit jegliche Form konzeptioneller und geistiger Arbeit von den Ingenieuren über Lehrer, Journalisten, Pfarrer bis zu den Schriftstellern verstanden wird. Die Hegemonie der herrschenden Klasse sei immer auch eine zivilgesellschaftliche, die immer aus einem bestimmten sozialen Kräfteverhältnis resultiere oder in einer berühmten Formulierung Gramscis ausgedrückt, sie sei Konsens gepanzert mit Zwang. Gramsci stellte diese Überlegungen im Angesicht des Faschismus an und ganz im Sinne der Volksfront-Doktrin der Dritten Internationale mit Blick auf die Frage, wie eine Gegenhegemonie zustande kommen könnte, die nicht nur von der proletarischen Klasse und ihrer beiden großen Parteien, sondern auch von den liberalen Kräften des Bürgertums getragen werden sollte. Und es ist die große Leistung seiner Schriften, die Rolle der geistigen Arbeiter im Reproduktionsprozess der Gesellschaft in die marxistische Gesellschaftstheorie mit einbezogen zu haben. Dabei zeugen seine Analysen von großem politischen, ja geradezu machiavellistischem Verstand im positiven Sinne. Doch wird seine Theorie der Hegemonie gerne nur allzu oft im eigenen Interesse voluntaristisch aufgefasst. So als wäre die Zivilgesellschaft ein neutrales Kampffeld, auf dem sich ebenbürtige Parteien gegenüberständen und die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nicht schon vorab durch die Produktionsverhältnisse maßgeblich determiniert. Hier rächt sich, dass Gramsci den historischen Materialismus vorwiegend als historisch-politische Theorie begreift und nicht als eine umfassende Theorie der ökonomischen Gesellschaftsformationen. Gramscis Annahmen werden eigentlich erst durch Louis Althussers Theorie der ideologischen Staatsapparate auf ihren Begriff gebracht. Diese setzte an mit der Kritik an der marxischen Metapher von Basis und Überbau. Die Phänomene des Überbaus, dem Marx die Politik, das Recht, die Kultur und die Ideologie zuordnet, seien nichts anderes als Instanzen der Reproduktion der Produktionsverhältnisse. Sie sind in einem weit gefassten Sinne als Staatsapparate zu begreifen, wobei letztere sich noch einmal unterteilen lassen in die Gruppe der repressiven Staatsapparate, die das Militär, die Polizei und die Justiz sowie zum großen Teil den gesamten Verwaltungskörper umfassen, der auf Befehl und Gehorsam beruht, und die Gruppe der ideologischen Staatsapparate, zu denen Althusser neben den Schulen und Universitäten auch die Parteien, Gewerkschaften, die Familie, das Vereins- und Pressewesen sowie der gesamte institutionelle Bereich der Kultur und des Sportes zählt. Wie immer ist diese Unterscheidung auch hier rein analytischer Natur. Denn selbstverständlich wirken die Repressionsorgane auch auf der Ebene der Ideologie, wie auch umgekehrt die ideologischen Apparate sich repressiver Mittel bedienen können. Doch ist das eine oder das andere Element in den jeweiligen Apparaten immer vorherrschend. Althusser leugnet hierbei nicht die Existenz der bürgerlichen Gesellschaft, sondern betrachtet sie, wie Marx, als ein abgeleitetes Phänomen, als eine Erscheinung. Bei Althusser ist sie dann in doppelter Hinsicht abgeleitet. Ihr Terrain ist nicht nur die den bestimmten Produktionsverhältnissen entsprechende Sphäre der Zirkulation, die im Kapitalismus auf dem Warentausch und den freien Vertragsverhältnissen beruht, sondern sie wird durch staatliche Institutionen und rechtliche Verfahren reguliert. Staatsapparat meint hier nicht unbedingt, dass eine Institution unmittelbar Teil des Staatskörpers ist, sondern per Gesetz verallgemeinert wurde. Dabei schafft der Staat jedoch nicht diese Institution willkürlich einfach aus dem Nichts, sondern findet eine gesetzliche Regelung für sie, sobald sie mit Notwendigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung entspringt. Der Inhalt der gesellschaftlichen Reproduktion ist die Gesellschaft selbst. Und dieser Inhalt ist nach der materialistischen Theorie logisch vorrangig. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Institution der Kleinfamilie. Von der bürgerlichen Lebensweise auf alle Klassen der Gesellschaft übertragen, wird sie vom Staat durch sogenannte materielle Anreize und gesetzliche Regelung privilegiert und dadurch immer wieder aufs Neue hergestellt, um die generative Reproduktion von Arbeitskräften, die als Staatsvolk auch einer bestimmten Nationalökonomie zugehörig sind, auf der Basis individualisierter, doppelt freier Lohnarbeitsverhältnisse zu gewährleisten. Diese theoretische Bestimmung der Funktion und Wirkung des Staates könnte analog zur Familie für jeden ideologischen Staatsapparat durchgeführt werden. So auch für das Vereins- und Stiftungswesen, für das man immer schon bestimmte gesetzliche Kriterien erfüllen muss. Entscheidend ist hierbei jedoch der ideologische Aspekt.
Denn die Ideologie betrachtet Althusser als das imaginäre Verhältnis der Individuen zu ihren realen Existenzbedingungen. Hier ist natürlich ein breites Spektrum geistiger Tätigkeit möglich. Von verschwörungstheoretischen Wahngebilden über den journalistischen Kommentar zur Wirklichkeit und die akademische Verbrämung der Realität im pseudowissenschaftlichen Jargon bis zur Kritik der Ideologie selbst. Im Normalfall bezieht sich die Ideologie nach Althusser aber in letzter Instanz immer auf den Staat, der mit dem Staatsgebiet auch die Lokalität der Individuen umfasst. Damit gehe für Althusser immer auch eine Unterwerfung einher, die im Französischen eins ist mit dem Begriff der Subjektivierung. Die Menschen sollen auch wollen, was sie sollen. Ihr Tun will ihnen als sinnhaft erscheinen. Daher auch die vom jungen Marx, von Gramsci und Althusser festgestellte innige Beziehung von Ideologie und Religion. Gewalt und Zwang wirken hier nur noch ausnahmsweise, wenn Gesetze übertreten werden oder Widerstand sich regt. Sie sind aber immer mit anwesend, in dem Sinne, dass die Ausnahme die Regel ist. Erst mit den reproduktionstheoretischen Überlegungen Althussers zum Staat, so könnte man sagen, gewinnt die anarcho-feministische Losung kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat eine fundierte theoretische Untermauerung. Anders als Gramsci kann Althusser gesellschaftstheoretisch auch herleiten, inwiefern ein übergreifender Konsens durch die reproduktive ideologische Praxis selbst immer wieder von Neuem zustande kommt. Damit soll nicht gesagt werden, dass diese Gesellschaft nicht ständig und dauerhaft von sozialen Konflikten verschiedenster Art durchzogen wäre, was schon empirisch nicht haltbar wäre, und dass eine radikale Veränderung dieser Gesellschaft nicht möglich wäre, wie Althusser gerne missverstanden wird. Aber schon die Frage, was einen guten und gerechten Staat eigentlich ausmacht, erzeugt in der Regel eine ganze Kakophonie interessengeleiteter Ansichten. Doch wer der Ansicht ist, ein Staat sei überhaupt nicht vernünftig, der macht sich in den meisten Zusammenhängen unmöglich. Zivilgesellschaftliches Engagement allein wird jedenfalls Gewalt, Fremdbestimmung, Unfreiheit und Herrschaft in dieser Welt nicht beseitigen. Das ist aber auch gar nicht das erklärte Ziel jener geisteswissenschaftlichen Freunde der Zivilgesellschaft, deren theoretisches Niveau in vielen Fällen weit unter dem Althussers und selbst ihres Namenspatrons Antonio Gramsci steht. Wie der Begriff in seiner heutigen Bedeutung Eingang in die Debatte gefunden hat und hierzulande dann auch den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft ersetzt hat, wohl auch deswegen, weil man sich unter Bürger irgendwie wohlhabende, gebildete und anständige Leute vorstellt, die es doch eigentlich gar nicht mehr gibt, ließe sich sicherlich mit einiger Recherchearbeit nachvollziehen, ist für die hiesige Darstellung aber auch unerheblich. Als wahrscheinlich gilt, dass er von einer latinisierten deutschen Übersetzung von Gramscis Societas Civile von Soziologen, Politologen, Historikern und Philosophen adaptiert wurde und dann nur noch im Hinblick auf seine Abgrenzung zu staatlichen Institutionen und das soziokulturelle Eigenleben einer Gesellschaft weiterentwickelt wurde. Gestrichen wurde dabei sowohl die ökonomische Verankerung der Zivilgesellschaft, die wie schon erwähnt auch bei Gramsci unterentwickelt geblieben ist, als auch der Aspekt, dass innerhalb der Zivilgesellschaft der Klassenkampf ausgetragen wird. Dabei fehlt in den meisten Fällen auch jegliches tiefgreifende Verständnis von intellektueller Arbeit und ihrer Stellung zum Reproduktionsprozess der Gesellschaft, das Gramscis Analysen kennzeichnet. Die Zivilgesellschaft heute soll eine dritte Sphäre sein, die zwischen Markt und Staat angesiedelt ist und irgendwie mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Und in dieser Bedeutung wird der Begriff der Civil Society auch dann in den internationalen Debatten in den meisten Fällen verwendet. Es ist dabei jedoch kein Zufall, dass diese Debatten erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Gang gekommen sind und eigentlich erst mit dem Niedergang des Sowjetimperiums so richtig Fahrt aufgenommen haben. Denn das Ende des Zweiten Weltkrieges markiert auch das Ende des europäischen Bürgerkrieges zwischen den Klassen, der seit den Revolutionen im 19. Jahrhundert immer wieder von Neuem entflammte. Der letzte bewaffnete Arbeiteraufstand in Europa wurde 1956 ausgerechnet im sozialistischen Ungarn niedergeschlagen. Seither sind zumindest die westeuropäischen Gesellschaften vollends entmilitarisiert und entwaffnet. Der bescheidene Wohlstand, zu dem die arbeitenden Klassen gekommen sind, sollte den sozialen Frieden dauerhaft gewähren und nach 1968 hatte man lange geglaubt, profitable Geschäftemacherei und der Ausbau des sozialen Sicherungssystems seien miteinander vereinbar. Das war im Grunde die materielle Basis der Idee einer zivilen Gesellschaft,
die Ende der 80er Jahre von denen entwickelt wurde, die während ihrer Studienzeit in den 60ern vielleicht mal mit Marx und Gramsci in Berührung gekommen sind. Eine der philosophisch elaboriertesten Konzepte der Zivilgesellschaft stammt von dem BRD-Staatsphilosophen Jürgen Habermas. Sie ist auch deswegen von Interesse, weil sie sehr deutlich zeigt, was schiefläuft in der Debatte und welche ideologischen Sehnsüchte der Intelligenzia sie erfüllt. Für Habermas ist die Zivilgesellschaft die vermittelnde Instanz zwischen den Systemen und den Lebenswelten der Individuen. Die Lebenswelten seien die unmittelbaren Lebenszusammenhänge der Menschen, in denen sie immer schon mit anderen auf freiwilliger Basis verkehrten und aus denen sie ihre Werte und Normen gewönnen. Hier walte die kommunikative Vernunft, die den Gegenüber immer schon als gleichberechtigten Diskussionspartner anerkennen müsse. Durch eine permanente diskursive Aushandlung würden über die Lebenswelten der Menschen immer neue soziale Wertvorstellungen generiert, die für eine fortschreitende Demokratisierung der Gesellschaft wichtige Impulse lieferten. Diesen stünden die Systeme der Politik und der Wirtschaft gegenüber, die durch Fremdbestimmung und Selbststeuerung gekennzeichnet seien. So werde das politische System über das Steuerungsmedium Macht und das ökonomische System durch das Steuerungsmedium Geld reguliert. Dabei seien die Systeme für hochkomplexe Gesellschaften wie die unsere unabdingbar, ja sogar eine dankbare Entlastung für die Bürger. Nun wollte Habermas aber auch kein Zyniker sein wie Niklas Luhmann, von dem er dieses hochwertige systemtheoretische Konzept übernommen hat. Und er fragt sich, wie denn nun die Lebenswelten Einfluss auf die Systeme nehmen könnten. Es wird nicht schwer sein zu erraten, dass hier die wichtige Rolle der Zivilgesellschaft ins Spiel kommt. Über die Zivilgesellschaft werden quasi von der Lebenswelt ausgehend ständig neue Werte in die Systeme eingespeist, um letztere immer weiter durch neue partizipative Rechte zu bändigen. Habermas spricht in diesem Zusammenhang tatsächlich von der Utopie der Menschenrechte, die diesen fortschreitenden Prozess trage. Man fragt sich, wer eigentlich der größere Zyniker gewesen ist. Immerhin wird auf dem rechtsphilosophischen Tableau von Habermas in transparenter Weise einmal vorgeführt, wie sich der durchschnittliche Akademiker die Welt erklärt und welche Hoffnungen er für sie hegt. Während Wirtschaft und Politik zu unveränderlichen Systemen fetischisiert werden, denen man ratlos und ohnmächtig gegenübersteht, soll es in der Lebenswelt bunt und fröhlich zugehen. Man fragt sich, was eigentlich von den Lebenswelten der Menschen noch übrig bleibt, wenn man den Staat und die Wirtschaft daraus subtrahiert. Schon der logische Status dieses Konzepts ist zutiefst fragwürdig, aber dies nur nebenbei. In der Zivilgesellschaft sollen dann alle Kritik üben dürfen, solange sie nur friedlich bleiben, und so wird dann langsam alles immer besser und besser. Aber auch in einer Habermas scheinbar konträr entgegengesetzten Ecke erfreut sich der Begriff der Zivilgesellschaft durchaus größter Beliebtheit, nämlich dem sogenannten Postmarxismus. Symptomatisch hierfür stehen Ernesto Laclau und Chantal Mouffe mit ihrem 1985 erschienenen Werk Hegemony and Socialist Strategy. Ausgehend von der Kritik an dem angeblichen ökonomischen Determinismus der marxistischen Gesellschaftstheorie wollten die beiden dem politischen wieder einen angemessenen Status in der Theorie zuweisen. Dabei haben sie ausgerechnet unter Berufung auf Antonio Gramsci den Begriff der Gesellschaft bis aufs Letzte ausgehöhlt. Ihr Vulgär-Gramscianismus läuft letztlich auf die Floskel hinaus, dass alles politisch sei und deswegen jede soziale Formation aus einer hegemonialen gesellschaftlichen Konstellation entspringe. Was die Gesellschaft kennzeichne, das sei permanenter Konflikt und Antagonismus, weswegen sie rationalistische Politikkonzepte wie das von Habermas auf sozialen Konsens zielen oder auch den liberalen Parlamentarismus als illusorisch denunzieren, die selber nur das hegemoniale Bestreben der Bourgeoisie verschleierten. Dagegen beharren Laclau und Mouffe auf der prinzipiellen Irrationalität und Konflikthaftigkeit des Menschen. Das Ganze unterfütterten die beiden mit dem damals neuesten poststrukturalistischen Jargon. So konstituiere sich eine hegemoniale politische Bewegung immer über eine signifikante Kette politischer Parolen, wie etwa bei Lenins Losung Schluss mit dem Krieg, Land für die Bauern, alle Macht den Räten. Von gesellschaftlichen Verhältnissen, Institutionen oder Staatsapparaten ist überhaupt keine Rede mehr. Was übrig bleibt, ist eine banale Politologie, die vielleicht für Demagogen und politische Kampagnenmanager zweckdienlich ist,
die aber in sich selbst überhaupt kein normatives Kriterium für eine gelungene Emanzipation der Menschen besitzt, weshalb Laclau und Mouffe nicht nur innerhalb der Linken, sondern durchaus auch von neurechten Intellektuellen rezipiert worden sind. Auch hier scheint die Attraktivität der Idee der Zivilgesellschaft vor allem darin zu liegen, dass in ihr die ökonomische wie die staatliche Sphäre ausgeblendet bleiben. Darüber tröstet man sich dann hinweg mit dem Spruch, dass alles jederzeit veränderbar sei. Und damit komme ich zum Ende des Vortrags. Die Popularität und die ideologische Wertschätzung der Zivilgesellschaft scheinen einer Periode kapitalistischer Entwicklung zu entstammen, die auf relativer Prosperität und relativer sozialer Befriedung beruhte, in der durch die Blamage des Staatssozialismus der Marxismus als unglaubwürdig erschien und marktwirtschaftliche Verhältnisse als alternativlos. Dennoch wollte man die Initiative und die Eigenaktivität der Menschen, ohne die keine Gesellschaft wirklich lebensfähig ist, die aber darum auch irgendwie selbstverständlich ist, wohl irgendwie würdigen. Doch die entscheidende Frage sollte vielmehr sein, unter welchen objektiven Bedingungen realisiert sich diese Aktivität. Ohne ein materialistisch-gesellschaftstheoretisch durchdrungenes Vorverständnis der menschlichen Sozietäten und ihrer Entwicklung bleibt jede normative Theorie und Kritik zahnlos. Hinsichtlich des heutigen Themas wäre von Zivilgesellschaft nur sinnvoll zu reden, wenn klar wäre, dass sie das Resultat der kapitalistischen Produktionsverhältnisse ist und ihre Verkehrsform die der darauf ruhenden Zirkulations- und Konsumptionssphäre. Durch sie reproduziert sich die Gesellschaft ideologisch, gerade durch den Gegensatz der Interessen, die sich in der Zivilgesellschaft artikulieren. Dabei unterliegt sie der direkten staatlichen Regulierung durch Recht und Gesetz, welches auch die freiwillige Bildung von Institutionen mit bestimmter Rechtsform ermöglicht, die sich auch mit dem Begriff der ideologischen Staatsapparate fassen lassen. Sie ist also gerade als Sphäre zu begreifen, die von der Ökonomie und dem Staate durchherrscht ist, genauso wie die Individuen einer solchen Gesellschaft nicht nur durch Arbeit vergesellschaftet, sondern immer schon auch verstaatet sind. Diese doppelte Vergesellschaftung, die natürlich real nur eine ist, ruht auf einer doppelten Enteignung, denn die Mehrheit der Menschen sind nicht nur aller gesellschaftlichen Produktionsmittel beraubt, die der Herrschaft des Kapitals unterstehen, sondern auch aller politischen Gewalt und Machtmittel, die in der Staatsgewalt und ihrer bürokratischen Apparate zentralisiert werden. Zivilgesellschaftliches Engagement kann daher in letzter Konsequenz gar nichts anderes sein als ausgelebte Ohnmacht. Diese faktische Machtlosigkeit und die von der Staatsgewalt der Gesellschaft auferlegten Grenzen lässt solches Engagement in vielen Fällen zu einer Sisyphus-ähnlichen Tätigkeit verkommen, die bestenfalls noch eine gute Freizeitbeschäftigung abgibt und im schlimmsten Falle nichts anderes ist als ein bigottes Engagement für den eigenen Lebenslauf, das zwar im eigenen Karriereportfolio gut aussieht, gesellschaftlich aber oft folgenlos bleibt. Nimmt man die Idee von der Eigenaktivität und der Selbstbestimmung der Menschen wirklich ernst, dann ist das, was die Zivilgesellschaft ihnen dafür zur Verfügung stellt, einfach nur lächerlich. Vor allem, wenn man es zum Beispiel daran misst, was die Menschen zu leisten imstande sind, wenn sie wirklich arbeiten. Dies scheint den wenigsten etwas zu bedeuten, da die gesellschaftliche Arbeit unter dem Kapital nur in entfremdeter Form organisiert wird. So bauen alle an einer Welt, die nicht die ihre ist. Dem muss kritische Theorie ins Auge sehen, wenn ihr an der Idee der Freiheit wirklich etwas liegt und wenn sie die Menschen dazu befähigen will, sich die in dieser Gesellschaft schlummernden Kräfte und Potenzen, die der Herrschaft des Staates und des Kapitals unterstehen, wieder anzueignen. Nur wenn die Menschen sich als Produzenten, auch unmittelbar politisch, in den Formen direkter Demokratie auf der Basis einer rationalen und transparenten Ökonomie der Zeit organisieren, dann käme auch das, was schon in dem Begriff der bürgerlichen Gesellschaft als utopisches Residuum mitschwang, wenn wir hier etwa an die bei Tocqueville zitierte Beschreibung des demokratischen Spirits der jungen amerikanischen Gesellschaft denken, zu seinem Recht, nämlich die entfesselte Produktivkraft der menschlichen Vermögen. Im Übrigen hat die Debatte über die Zivilgesellschaft ihren Zenit auch schon wieder überschritten. Die Emphase ihrer sei es neoliberalen, sei es sozialdemokratischen Wortführer hat zuletzt doch empfindliche Dämpfer erlitten, was mitunter daran liegen könnte, dass die mehr von der dauerhaften ökologisch und sozialverträglichen Reproduzierbarkeit der kapitalistischen Marktwirtschaft sich tagtäglich blamiert und immer unglaubwürdiger wird. Außerdem zeigen zum Beispiel auch die Gelbwestbewegung in Frankreich,
dass sich die Proteste in den letzten Jahrzehnten wieder radikalisiert haben und die Gewaltbereitschaft der Bürger gestiegen ist, was nicht zuletzt auch an der fortschreitenden weltweiten Militarisierung der Polizeikräfte liegt. Und hierzulande sollten aufgebrachte Spießbürger dankbar sein, dass Ökoaktivisten nichts anderes gegen den Klimawandel unternehmen, als sich irgendwo festzukleben. Die kommenden Wellen von Protesten gegen diese zunehmend dysfunktionale und desintegrierte globale Ordnung werden womöglich weitaus weniger harmlos verlaufen. Auch dafür muss eine kritische Theorie der Gesellschaft gerüstet sein. Wenn sie von dem Vertrauen geleitet ist, dass die Menschen prinzipiell dazu fähig sind, ihr Leben in eigene Regie zu nehmen, dann muss sie den Menschen auch dieses Selbstvertrauen zusprechen, bevor sie sich in ihrer Wut autoritären Rattenfängern überantworten. Und damit wäre ich am Ende. Du bist am Ende, André, aber bereit für die Diskussion, nehme ich mal an. Und das kommt auf die Fragen an. Seid ihr nun an der Reihe, diese zu stellen. Und Peter, du hast ja den Chat im Blick. Falls sich da Fragen ergeben, melde dich. Also hier ist eine erste Frage schon im Chat. Ja, dann nehmen wir doch die direkt. Ja. Der User Nightmare Reality fragt, woher hat Habermas den Begriff Lebenswelt? Das kommt von Husserl. Also es ist eigentlich ein erkenntnistheoretischer Begriff. Und die Lebenswelt ist sozusagen eigentlich erstmal die Unmittelbarkeit, die die Erkenntnis zur Voraussetzung hat. Und daraus werden dann Abstraktionen gebildet durch die phänomenologische Methode. Also es ist tatsächlich ein erkenntnistheoretischer Begriff, der bei Habermas dann aber eigentlich also einen sozialen Zusammenhang thematisieren soll. Genau. Eigentlich auch schon der falsche Weg. Wenn sich jetzt niemand meldet, habe ich vielleicht noch eine Frage im Ärmel, die ich herausschütteln kann. Du hast ja einen genealogischen Gang gemacht und da auch häufiger von der großen alteuropäischen Tradition etwa gesprochen in Bezug auf die politische Theorie. Und dann bist du im 20. Jahrhundert bei Gramsci und Althusser gewesen. Und hast auch nochmal betont, dass bei Althusser das Subjekt ja durchaus in der etymologischen Bedeutung auch des Unterworfenen gedacht wird, also die Subjektivierung, wie die Subjekte durch die repressiven wie ideologischen Staatsapparate subjektiviert werden. Und so wie ich es verstanden habe, hast du erstmal Althusser auch sehr positiv, wohlwollend dann dargestellt. Und da wäre so meine Nachfrage, wie die große alteuropäische Tradition, die ja doch, sagen wir mal, an einem starken Subjektbegriff, auch dann mit der Höhe des deutschen Idealismus ja interessiert war und den ausgefaltet hat, wie das dann kompatibel ist mit der althusserischen Position, bei der meines Wissens ja eigentlich vom Subjekt jenseits seiner gesellschaftlichen Formierung eigentlich auch gar nichts mehr übrig bleibt. Ja. Also es sind eigentlich zwei Fragen, oder eigentlich würde ich das auseinanderhalten, weil ich würde halt sagen, eigentlich beginnt sich während der klassisch-deutschen Philosophie die alteuropäische Tradition aufzulösen. Also dieses alte Europa-Konzept, das kommt aus der Geschichtswissenschaft. Ich kann jetzt leider gar nicht mehr den Namen des Historikers nennen, der das entwickelt hat. Aber der sagt halt, also bis zur Entstehung kapitalistischen Gesellschaften gibt es sozusagen eine vormoderne Kontinuität. Also sozusagen auch zwischen Antike und Mittelalter, was sich zum Beispiel daran zeigt, dass es vorwiegend agrarische Gesellschaften sind.
was ich aber auch sozusagen geschichtlich nachverfolgen lässt, dass sozusagen die Autoren der Antike immer wieder rezipiert worden sind. Also es gibt ja auch dann die verschiedensten Renaissancen, die karolinische Renaissance, die italienische Renaissance, die französische Renaissance. Und Renaissance bedeutet immer sozusagen ein Wiederaufblühen des antiken Denkens. Und wenn man sich quasi die politischen Theorien anschaut, die operieren maßgeblich immer mit den Standards, die Aristoteles aufgestellt hat in seiner Politik. Ne? Und den drei großen Staatsformen, Monarchie, Aristokratie, Demokratie. Und das beginnt sich eigentlich im 19. Jahrhundert aufzulösen. Also das kann man auch in der hegelischen Rechtsphilosophie schon nachverfolgen eigentlich. Also der benutzt dann noch diese aristotelische Trias, aber die wird sozusagen eigentlich schon aufgeweicht durch das, was darunter eigentlich zum Thema gemacht wird, nämlich die Sittlichkeit und ihr Verhältnis zur Familie, die Verhältnisse Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat. Ja, und dann sozusagen mit der Entstehung der Soziologie in Frankreich und dem historischen Materialismus, ja, wo sozusagen Politik plötzlich ja, ganz anders begriffen wird. Also genau, wenn ich sozusagen von dieser alteuropäischen Tradition spreche, dann meine ich vor allem eben einerseits diese politische Theorie, diese politische Tradition der politischen Theorie, diese Tradition der politischen Theorie seit Aristoteles, wo zum Beispiel auch immer das Verhältnis Individuum, politisches Gemeinwesen durchgearbeitet wird, während zum Beispiel bei Marx ja dann Individuen also als solche eigentlich gar nicht mehr existieren, sondern sie sind ja nur noch, es gibt ja nur noch Klassen und die Klassen sind quasi Funktionen innerhalb des kapitalistischen Produktionsprozesses. Und das führt dann vielleicht auch zu Althusser. Ich habe den hier positiv erwähnt, aber ich habe vor allem eben, also ich wusste ja, dass das hier auf jeden Fall ein rotes Tuch ist. Genau deswegen habe ich es auch gemacht. Und ich konnte nur reagieren, wie ich reagieren musste. Ja. Ich finde von Althusser vor allem das, von Althusser finde ich vor allem das interessant, was ich hier erwähnt habe. Ja. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, kann man das sozusagen aus dem Gesamtkontext von Althusser herauslösen, zum Beispiel von seiner Erkenntnistheorie, diese Unterscheidung zwischen Realobjekt und, dem wissenschaftlichen Objekt, dem theoretischen Objekt. Also diese Erkenntnistheorie teile ich nicht. Ja. Ich denke schon, also ich finde halt diese Kritik an dem Schema von Basis und Überbau, dass das sozusagen eine Metapher ist und dass man das eigentlich so denken muss, dass es um Produktionsverhältnisse und ihre Reproduktion geht, bisher am überzeugendsten, was ich so gefunden habe. Also ja, aber wenn es andere Ansätze gibt, die da sozusagen das, was Althusser ausgearbeitet hat, ersetzen könnten, dann würde ich mich da auch darauf einlassen. Was wäre mit der Tradition der kritischen Theorie etwa? Ja, das Problem ist, dass die kritische Theorie der Gesellschaft halt nie eine Theorie der Gesellschaft entfaltet hat, sondern sozusagen immer nur andere Ansätze kritisiert hat. Also wo ist sozusagen die tatsächlich entwickelte kritische Theorie der Gesellschaft festgehalten? Ja, also die hatten eine, da bin ich mir sicher, was man sozusagen auch immer wieder... Was weiß ich, wenn Adorno den Max Weber exzipiert oder so finden kann, dass es da sozusagen auch fundamentale erkenntnistheoretische Unterschiede gibt, aber letzten Endes sind die nie wirklich positiv festgehalten worden, weil es halt letztlich so ein Stück weit auch dem Verfahren der negativen Dialektik widerspricht, ne, sozusagen alles im Modus der Kritik durchzuführen. Aber letzten Endes müsste eigentlich die kritische Theorie der Gesellschaft positiv eigentlich erst noch formuliert werden. Eine Meldung aus dem Publikum. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich so die ursprüngliche Frage, die ich gerade im Sinn hatte, überhaupt fragen möchte. Vielleicht einmal zu Althusser und auch die Bezugnahme zur kritischen Theorie. Vielleicht ist ja nochmal interessant,
wenn dieser Konflikt ausgehandelt werden sollte, sich nochmal Alfred Schmidt anzugucken, der sich explizit mit der strukturalistischen Marx-Rezeption in Frankreich auseinandergesetzt hat und auch auf die entsprechenden Widersprüche und Probleme hingewiesen hat, die explizit auch damit einhergehen, dass der Subjektbegriff vollends aufgelöst wird in den Funktionszusammenhang der kapitalistischen Produktionsweise und eigentlich enthüllt wird oder ja, entkehrt wird. Das führt allerdings auch tatsächlich nochmal, vielleicht geht das ein bisschen über zu einer Frage, die dann auch in einer gewissen Weise mit der Zivilgesellschaft und der Sphäre, die jetzt halt eben quasi als Sphäre der Reproduktion des kapitalistischen Zusammenhangs oder auch damit in Zusammenhang gebracht wurde, halt eben gerade dargestellt wurde. Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, ob du es so formuliert hast, aber in einer gewissen Weise wurde es ja auch als eine Sphäre von ideologischen Interessenskonflikten, wenn man das so will, halt irgendwie skizziert. Und darin dann halt eben einen Raum gefunden, in dem diese halt eben quasi wirken können, gleichzeitig aber ohnmächtig sind, weil sie halt eben sowieso abgeschieden sind, auf der einen Seite von den Produktionsverhältnissen, auf der anderen Seite halt eben von der politisch zentralisierten Macht und dementsprechend eigentlich da nichts zu holen sei. Mhm. Allerdings ist jetzt die Frage, ob es denn so adäquat ist, den Ideologiebegriff einfach über den Interessensbegriff zu erklären, oder halt eben gerade dann nicht doch auch nochmal auf die kritische Theorie zu Bezug nehmen, die sich ja eigentlich, also ich würde das jetzt erstmal in den Raum stellen, sehr stark davon distanziert, Ideologie einfach nur Interessen halt eben zu übersetzen, sondern auf den jeweiligen allgemeinen Erkenntnisgehalt des Ideologischen verweist und darin halt eben auch die Ideologiekritik immer die Funktion hat, auf die Wahrheit am Falschen zu zielen und eben gerade in dieser Kritik über das jeweilige ideologische Bewusstsein hinauszuweisen. Also über das Bewusstsein, das auf eine gewisse Art und Weise an den gesellschaftlichen Zusammenhang gefesselt ist. Und darum könnte man ja fast sagen, das, was du einfach als wirkungslos bezeichnest, also die ganze Auseinandersetzung in der Zivilgesellschaft, wie ideologisch von mir aus jetzt erstmal dieser Begriff ist, nicht auf der anderen Seite da nicht doch etwas ist, was in einem empathischen Sinne auch Aufklärung sein kann. Oder auch anders gefragt, das scheint ja jetzt auch ein bisschen eine immanente Kritik dieser Veranstaltung hier zu sein. Irgendwie steht das im Hintergrund eines zivilgesellschaftlichen Vereins, der hier versucht, hier offensichtlich politische Bildung an deutschen Bildungseinrichtungen zu machen. Ist es die Frage, ist das jetzt sozusagen nur eine für den Lebenslauf gewesen? Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich kriege auch Geld dafür, dass ich hierher komme. Also es gibt auch ein materielles Interesse. So wollte ich das eigentlich nicht aufgefasst sehen, aber ich habe natürlich auch polemisiert. Also natürlich sozusagen einfach zu sagen, zivilgesellschaftliches Engagement ist wirkungslos und die Leute werkeln da sozusagen nur in ihrem eigenen Interesse daran rum. Das ist natürlich auch ein bisschen gemein, aber es geht auch immer darum zu sagen, gemessen an dem, was eigentlich möglich ist. Ne? Und ich finde, in dem Sinne habe ich eigentlich auch schon eine Ideologiekritik, so wie du sie gefordert hast, durchgeführt. Oder das wäre zumindest meine Absicht gewesen. Vielleicht ist es auch nicht rübergekommen, zu sagen, was an der Zivilgesellschaft ja gelobt wird, das ist ja sozusagen Selbstaktivität. Ne? Dass die Menschen sozusagen wirklich, ja, also sich organisieren, Sachen machen, Projekte verfolgen, was auch immer, aber genau, ihnen eigentlich sehr schnell die Mittel fehlen, tatsächlich sozusagen auch Gesellschaft aktiv zu gestalten. Ne? Und daher verbleibt es halt oft sozusagen immer im Rahmen geistiger Arbeit, man könnte auch sagen im Rahmen des Ideologischen. Und Ideologie meine ich hier wirklich nicht neutral, also es ist nicht im althusserischen Sinne gemeint, sondern Ideologie ist für mich dann wirklich im Sinne der kritischen Theorie auch falsches Bewusstsein produziert. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Veranstaltung hier falsches Bewusstsein produziert oder vielleicht hat es mein Vortrag, keine Ahnung. Also natürlich kann sozusagen gibt es in der Zivilgesellschaft auch Akteure, die sozusagen natürlich auch sinnvolle Arbeit machen, die sozusagen nicht ideologische geistige Arbeit verrichten können. Das Problem ist, dass sozusagen die richtigen Leute auf demselben Platz unterwegs sind, auf demselben Terrain unterwegs sind wie die falschen Leute. Aber das ist halt so. Und das Ding ist aber,
ja, in der großen Mehrheit. Also es geht quasi darum, das Phänomen in seiner Gesamtheit zu erfassen. Und ich glaube, da würdet ihr mir schon zustimmen, da tummelt sich halt allerhand Unheimliches. Also die Leute sind halt wirklich... Also das mit dem imaginären Verhältnis zu den realen Existenzbedingungen, das muss man, glaube ich, halt schon sehr ernst nehmen. Es spukt halt ziemlich viel Zeug im Kopf, im Kopf der Leute rum. Und genau das betätigt sich halt in der Zivilgesellschaft, in den merkwürdigsten Formen, würde ich mal sagen. Aber klar, auch ich bin in einem Verein organisiert, bin sozusagen selber zivilgesellschaftlicher Akteur. Also ich habe sozusagen auch in mein eigenes Knie geschossen. Das Problem ist nur, ich glaube, man muss dem halt... Also was mich wirklich stört, ist der Hype darum. Der Hype, der darum gemacht wird, um die Zivilgesellschaft. Weil die Zivilgesellschaft, da wird die Zivilgesellschaft als ein Selbstzweck betrachtet. Und das wollte ich eigentlich kritisieren. Ja, Ingo. Ja, ich hätte auch nochmal zwei Punkte. Gerade wo du Selbstzweck sagst, bei Hannah Arendt ist es ja eigentlich eklatant. Ne? Also ihr Begriff des Politischen, den sie ja so ein bisschen aus der Antike extrapoliert, besagt ja, dass auf gar keinen Fall ökonomische Verhältnisse thematisiert werden dürfen. Das sind für sie ja technische Probleme, die überhaupt keine politischen sind. Genau. Und Krieg soll es auch nicht sein, wie bei Carl Schmitt. Und selbst ja eine enge Freundin von ihr, die sie verehrt hat, Mary McCarthy, sagte ja dann mal so, dass es dann rätselhaft wird, was eigentlich in diesem Politischen gemacht wird. Also bis auf die Tatsache, dass man da freie Rede hat und so einen symbolischen Kampf der Worte ausficht, ist eigentlich die Frage, wozu ist überhaupt dieses Politische da? Und da wird es wirklich zu so einem Selbstzweck oder manchmal bei Arendt auch ja sogar dazu, dass große Individuen sich da auszeichnen können. Aber sonst denkt man sich so, ja, wozu soll es gut sein? Also da fand ich jetzt nochmal diesen Punkt bei Arendt, könnte man den vielleicht auch nochmal betonen. Ja. Also da wäre Arendt so der Inbegriff dieses Fetischisierens der Zivilgesellschaft. Und der andere Punkt nochmal zu Althusser würde ich auch sagen, das ist natürlich eine sehr komplizierte Geschichte bei denen jetzt, aber bei Althusser ist ja das Problem seiner Ideologietheorie und dieser ideologischen Staatsapparate unter anderem, ich glaube darauf wollte Heidi auch hinaus, dass wirklich das Subjekt komplett aufgelöst wird in Unterwerfungspraktiken und dass es für ihn definitiv und relativ klar keinen Ausweg aus dem imaginären Verhältnis zu den realen Existenzbedingungen gibt. Und da fand ich sehr interessant, was Terry Eagleton in dem Buch über Ideologie, was ich ansonsten eher problematisch finde, thematisiert hat, dass er extrem starke Überschneidungen zu Georges Sorel und dem Mythos-Begriff hat. Wo nämlich dann so die Idee ist, wenn Menschen handeln, dann machen sie sich automatisch falsche Vorstellungen über ihr Handeln. Und zwar auch im Kommunismus. Auch kommunistisches Handeln wird dann Ideologie sein. Da fragt man sich dann, wo ist dann dieser Punkt mit dem rationalen, also der rationalen Planung, dem Durchblicken der Verhältnisse. Es scheint bei ihm tatsächlich ein auswegloses Nebelreich zu sein, dieses Ideologische. Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Also zum ersten Punkt, Hannah Arendt, ja, sehe ich genauso wie du. Die habe ich jetzt so ein bisschen außen vor gelassen, weil sie natürlich den Zivilgesellschaftsbegriff nicht benutzt, ne? Weil sie ja sowieso jeden Begriff von Gesellschaft nicht mag. Aber würde man das jetzt ersetzen durch Öffentlichkeit, und Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit werden ja oft auch zusammengedacht, dann würde genau das eigentlich bei rauskommen. Und es gibt ja auch Autoren, die das Zivilgesellschaftskonzept entwickeln, in Anknüpfung an Hannah Arendt. Und bei Althusser genau, also ja, der Ausweg aus der Ideologie ist bei ihm ausschließlich die Wissenschaft. Ne? Aber die Menschen können sich ja nicht wissenschaftlich zu ihrer Realität verhalten. Im Alltag sind alle notwendig ideologisch, und das sehe ich auch als großes Problem tatsächlich. Also ich denke, es gibt auch ein nicht ideologisches Verhalten zur Wirklichkeit. Ja, Subjektivierung, genau. Ich hatte das sozusagen, by the way, ganz kurz angesprochen. Im Französischen bedeutet halt der Begriff Subjektivierung halt auch einfach Unterwerfung. Also das Wort ist einfach das Gleiche, und ich glaube, mit dieser Doppelbedeutung
hat im Grunde diese ganze strukturalistische, poststrukturalistische Philosophie eigentlich gespielt. Ne? Und es gibt in diesem Sinne keinen positiven Begriff von Subjekt. Und ich glaube, Foucault reflektiert das auch einmal in einem ganz kleinen Aufsatz zur Aufklärung, wo er sagt, es gibt natürlich noch die andere deutsche Tradition, wo Vernunft sozusagen nicht einfach nur instrumentelles Handeln bedeutet, sondern ne, quasi im Sinne Hegels und Kants eben Freiheit auch meint. Ich glaube, das läuft dann in der Auseinandersetzung mit Habermas tatsächlich auch. Ja, ich wollte das quasi ansprechen. Ich glaube, es ist halt auch einfach wirklich sozusagen einer unterschiedlichen Tradition letztlich geschuldet, dass es da diese völlig teilweise sehr konträren Auffassungen von Subjekt gibt. Wollte dazu aber jetzt selber nicht unbedingt Position beziehen, also in diesem Aufsatz, in diesem Vortrag hier, weil ich in eine andere Richtung gehen wollte. Ja. Ich habe Jans Meldung gesehen, ich wollte auch nochmal reagieren und jetzt gerade hat sich Kolja gemeldet, also vielleicht in der Reihenfolge. Ja, ich hatte dich so ein bisschen so verstanden, als wenn die Zivilgesellschaft das ist, was übrig bleibt, wenn man Staat und Kapital abzieht, in manchen Vorstellungen. Ja. Und da wäre die Frage, ob da immer so eine Eigentlichkeitsvorstellung auch auffindbar ist, also so ein unverdinglichter Rest. Ich glaube, das ist zumindest bei Habermas Lebensweltkonzept auch sehr stark drin, das, was eben nicht kolonisiert ist und sich eben der Abstraktion auch sperrt, was noch lebendig ist. Und das wird ja eigentlich genau in diese Theorieschiene auch passen mit Hannah Arendt und so weiter. Weil du da diese Eigentlichkeitsvorstellung gefunden hast in deiner Forschung? Nee, also ich habe zumindest noch, also es kann sein, dass es das gibt, aber ich kenne keinen originär heideggerischen Ansatz von Zivilgesellschaft, aber es gibt ja in dieser Welt nichts, was es nicht gibt, also wahrscheinlich gibt es die auch. Heidegger ist ja selber eigentlich ein großer Feind der Öffentlichkeit. Für ihn ist das Gerede Mann, das ist das Uneigentliche. Also in diesem Sinne kann Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit eigentlich mit gar nichts Eigentlichem verbunden sein. Aber sehr interessant auf jeden Fall der Aspekt mit der Lebenswelt, die durch die Systeme kolonisiert werden. Also da mit dieser Idee von der Lebenswelt, da hat man wirklich manchmal so das Gefühl einer heilen Welt, die sozusagen bedroht ist von außen. Also ich finde dieses Konzept wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig, weil wenn man sich, also das macht sozusagen nur, was ich auf einer ganz abstrakten theoretischen Ebene ergibt das Sinn, dieser Dualismus. Aber wenn man sich dann wirklich mal fragt, was macht denn eigentlich die Lebenswelt der Menschen aus und prüft das dann sozusagen mit seinen Erfahrungen ab, dann, also da ist man doch ständig eigentlich mit Systemen konfrontiert. So. Und wie kann man da davon ausgehen, da würden jetzt sozusagen ständig im Aushandlungsprozess quasi über diskursive Verfahren, Normen und Werte fröhlich ausgehandelt werden. Also, ja, das sehe ich auch als hochproblematisch an. Ja. Vielleicht passt das, worauf ich nochmal abzielen wollte, auch ganz gut jetzt zum letzten Punkt, weil ich vielleicht die Kritik der Zivilgesellschaft auch nochmal in Auseinandersetzung mit einer Kritik des politischen Existenzialismus sehen würde, das wäre dann eher deins, Jan, dass also es ja auch eine umfassende Kritik der Zivilgesellschaft eben gerade aus dieser Richtung eines politischen Existenzialismus kommt. Du hast jetzt gerade selbst Heidegger und die Kritik der Öffentlichkeit, das ewige Gerede und dieses ständige Gequatsche und man muss doch eigentlich mal wieder die Gewaltmittel quasi nutzen. Und du hast ja auch selbst über die Gewaltmittel gesprochen und über die Entmilitarisierung der Öffentlichkeit und dem letzten Arbeiteraufstand 1956. Und
Nun könntest du, denke ich, zu Recht sagen, immer erstmal, ich habe mich auf ein Themenfeld begrenzt, ich kann nicht alles behandeln, die Antwort würde ich immer sofort akzeptieren und dennoch würde ich, sagen wir mal, für die Konstellation, in welchen Verhältnissen versuchen wir eigentlich gerade einen Begriff, einen kritischen Begriff der Zivilgesellschaft zu bestimmen, gehört für mich auch die, sagen wir mal, regressive Kritik der Zivilgesellschaft dazu, weshalb auch ich ein Stück weit vorsichtiger damit wäre, das hast du jetzt nicht getan, aber man könnte quasi dem Vortrag entnehmen, eigentlich müsste es darum gehen, dass man wieder mehr über den militarisierten Widerstand, der quasi an die Substanz der Gesellschaft geht, an die Gewaltmittel, dass man da eigentlich wieder hinfinden müsste, wo ich gar nicht prinzipiell was dagegen habe, aber dann müsste man, so sagen wir mal, noch auch durch den ganzen Schund des politischen Existenzialismus und der faschistoiden Vorstellung von Ermächtigung und diesen ganzen Ermächtigungsfantasien vielleicht theoretisch auch nochmal hindurchgehen. Also die Forderung, den Staat abzuschaffen, finde ich angesichts der empirischen Subjekte, mit denen man es so zu tun hat, erstmal gar nicht so wünschens- und erstrebenswert. Ne? Ja, nee, klar, also... Also das macht das Problem einfach komplizierter. Es macht das Problem komplizierter, ganz genau. Also ja, ich will jetzt nicht so missverstanden werden, dass ich hier zum Bürgerkrieg aufrufe. Ich glaube auch... Schon gar nicht via Livestream. Ich glaube, das wollten wir festhalten. Ja. Ich glaube auch... Auch die Gesellschaft für kritische Bildung würde so etwas nicht tun. Je demokratisierter eine Gesellschaft wäre, na, also mit Blick auf, den, auf das, was der Staat monopolisiert, umso weniger Gewaltmittel wären eigentlich notwendig. Ne? Also gerade weil die Macht sozusagen monopolisiert ist, muss sie sich also auf Gewalt stützen. Ja, ansonsten, ich glaube tatsächlich, nur halbwegs friedliche Revolutionen werden letztlich auch Erfolg haben. Also das kann man sich auch angucken, wenn man sich Revolutionen anschaut. Wenn Revolutionen, die aus Bürgerkriegen oder die mit Bürgerkriegen zu tun haben, haben eigentlich sehr viel schneller autoritäre Strukturen wieder aufbauen müssen. Also dass dann sozusagen die Armee eigentlich dann auch sozusagen Staat wird, ne? Wie auch China zum Beispiel 1949 ganz gut gezeigt hat. Den politischen Existenzialismus, das Problem bei dem, oder der Punkt bei dem politischen Existenzialismus ist es ja eigentlich, dass er selber nichts zu bieten hat, außer die Idee der Ermächtigung selber. Ne? Die Frage ist ja, worin besteht denn eigentlich die Ermächtigung? Ne? Und dann hat man immer so das Gefühl, naja, am Ende geht es eigentlich nur um Amoklauf oder so. Also jemand soll mal ordentlich Rabatz machen oder irgendwie auf den Tisch schauen und so. Und das ist dann sozusagen das gute Gefühl, das man dabei hat, ist dann quasi die sinnvolle politische Tätigkeit. Ne? Und das ist natürlich, das müsste man eigentlich quasi hier noch mit thematisieren, dass es ja eigentlich genauso inhaltslos ist. Ne? Das wäre die falsche Kritik der Zivilgesellschaft. Die wirkliche Ermächtigung, denke ich, besteht ja tatsächlich in der Aneignung gesellschaftlicher Strukturen, die durch den Kapitalismus auch schon hergestellt sind. Und auf dieser Basis müssten halt im Grunde alle Bereiche in Wirtschaft und Politik weitgehend demokratisiert werden. Also das, was man früher Kommunismus genannt hat, ja, ob man das immer noch so nennen muss, ist dahingestellt. Aber genau. Ja. Das wäre sozusagen meine Idee. Ja. Ich wollte ja eigentlich auch darüber sprechen, aber ich durfte es nicht. Ach, im Sommersemester. Erst die Kritik und dann das Positive. Okay. Kolja, dann hat sich Ingo nochmal gemeldet und Sebastian. Ich ziehe zurück. Ja. Und es gibt im Chat auch eine Meldung. Gut, den nehmen wir dann auch gleich noch mit auf. Ja, ich wollte nochmal eine Lanze für die Zivilgesellschaft
gerade in Bezug auf Habermas. Bei Habermas, klar, teilt er jede Kritik, die da formuliert was an ihm. Auf der anderen Seite geht es ja bei ihm auch darum, zu sagen, dass es gewisse soziale Felder gibt, die bestimmte nach bestimmten Rationalitätskriterien organisiert sein sollten. Mhm. Das große Problem finde ich auch, dass er sagt, okay, bei der Ökonomie geht das so nicht, wie auch immer, aber immerhin ist ja noch dieser Gedanke da, der mag zwar sozusagen naiv sein, wenn man glaubt, dass er es realisiert ist, aber immerhin ist ja noch der Gedanke da, zum Beispiel das Wissen, die Wissenschaft funktioniert nach eigenen Kriterien von Wahrheit, von Richtigkeit und was auch immer. Habermas Wahrheitstheorie finde ich hochproblematisch. Aber immerhin ist dieser Gedanke da. Und da würde ich sagen, da ist ja auch was Verteidigenswertes dran, nämlich gerade gegen solche Tendenzen, wie sie gerade jetzt haben, nämlich einer Totalpolitisierung zum Beispiel des Wissenschaftssystems. Da würde ich sagen, da bin ich eher auf der Seite der Konservativen, auch die natürlich immer sagen, vorher war alles gut, da haben wir offen diskutiert und jetzt wird es politisiert, das ist natürlich auch Quatsch. Ne? Vorher war alles auch vermachtet. Aber daran festzuhalten, dass Wissenschaft bestimmte Rationalitätsstandards haben muss, bestimmte empirische, logische und so weiter, und das auch im Wissenschaftssystem institutionalisiert werden muss, das scheint mir doch verteidigungswert zu sein. Das ist völlig defensiv, das ist ein völlig defensives Konzept gegen eine Totalpolitisierung, wie wir sie gerade jetzt in breiten Teilen der akademischen Wirklichkeit haben, nämlich von solchen Leuten, die dann so poststrukturalistisch links agieren und die immer mehr Einfluss gewinnen an den Universitäten. Mhm. Und da würde ich, also nur sozusagen als Statement würde ich sagen, da sollte man doch gerade, auch wenn es nur defensiv ist und eher konservativ ist, zumindest den Rationalitätsgehalt sozusagen dieses Zivilgesellschafts oder dieses Konzepts von hier sollten vermachtete Verhältnisse so wenig wie möglich eine Rolle spielen und hier sollte Politik nicht unmittelbar wirksam sein. Das scheint mir doch ein wichtiger Punkt zu sein. Ähnlich wie bei dem Subjektbegriff der klassischen deutschen Philosophie. Auch da, klar, die wissen, dass Macht und gesellschaftliche Verhältnisse da eine Rolle spielen, aber es kann nicht darin aufgehen. Und bei Foucault und bei Laclau Mouffe und bei den ganzen neuen kritischen Theoretikern scheint mir das, was sich hegemonial durchsetzt. Ne? Und das, da würde ich immer noch Habermas gegen verteidigen. Ja, also wenn ich nicht Rationalität und Wahrheit voraussetzen würde, dann hätte ich diesen Vortrag hier nicht halten können, glaube ich. Also insofern, ja, stimme ich dazu. Auf der Liste, Sebastian. Ich glaube, nicht noch eine Frage. Ja, Sebastian hatte ich früher noch gesehen, okay. Aber der Chat steht immer so, ist natürlich immer etwas schwieriger im Blick zu behalten von hier aus. Willst du das stellen? Das ist eine kurze Frage. Ob das Verschwinden der Zivilgesellschaft im Zusammenhang stünde mit dem Internet? Wird hier ja, Internet, noch so ein Ding. Da habe ich auf jeden Fall bisher die Finger von gelassen. Also ich bin ein Nutzer des Internets. Es gibt natürlich in der Soziologie und auch in der Philosophie viele Untersuchungen, Wandel der Öffentlichkeit und durch Social Media und so, habe ich bisher wenig Berührung mit gehabt. Ich würde sagen, auf eine Art, Zivilgesellschaft wird es immer weiter geben, weil das Internet ist ja erstmal nur eine Kommunikationsform und die Zivilgesellschaft aber auch eine materielle Realität. Also, und die Menschen wollen ja auch material wirken. Also du kannst halt nicht Armenfürsorge oder was auch immer, eine Bildungsveranstaltung sozusagen nur durchs Internet organisieren. Ne? Von daher würde ich sagen, also es hat natürlich Einfluss auf die Zivilgesellschaft oder es verändert sie, aber es sorgt nicht dafür, dass sie verschwindet.
Und ja, auf eine andere Weise ist aber dann aber das Internet dann wiederum ein Bild dafür, für die entfesselte Zivilgesellschaft, könnte man auch sagen, oder für eine entfesselte Öffentlichkeit, also wo sozusagen die Leute endlich so sein können und das sagen können, was sie schon immer sagen wollten oder wie sie schon immer sein wollten, ne? Weil es sozusagen keine Konsequenzen hat. Also Öffentlichkeit sozusagen im altmodischen Sinne bedeutet ja auch, ich sitze jemandem gegenüber, ja, und muss sozusagen meine Kritik auch in seinem Angesicht vortragen. Und das hat ein Stück weit, und ich stehe dafür ein, ja, dass ich, für das, was ich sage. Und das hat sozusagen vielleicht auch ein Stück weit einfach dem Verhalten Grenzen gesetzt, während sozusagen ich dann einfach mit unter irgendeinem Pseudonym halt die übelsten Beschimpfungen also vom Stapel lassen kann, ja, und letzten Endes auch nicht mit den Folgen oder mit den Folgen irgendwie arbeiten muss, die dadurch entstehen. Und das ist natürlich schon auf eine Art auch wirklich eine Verrohung. Ja, aber das sind jetzt sozusagen einfach nur so ganz rudimentäre Gedanken, die ich so habe. Das ist also wirklich nichts, was irgendwie entwickelt oder durchdrungen wäre von mir. Sebastian. Ich wollte nochmal nachfragen, in Bezug auf den Kommentar von dir, Michael, vorhin. Ob das nicht ein Unterschied nochmal ist in die Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft, wenn du jetzt gerade irgendwie die Zivilgesellschaft gegen, also du Michael, gegen so einen politischen Existenzialismus verteidigt hat, der sich gegen das bloße Gerede gegen die parlamentarischen Schwarzbuben und so weiter wendet und der Taten sehen möchte und so weiter. Und eigentlich scheint das doch ein Begriff der Zivilgesellschaft, ich weiß nicht, wie das bei Habermas genauso, aber zumindest wie er heute so medial in der Politik verwendet wird, doch auch so ein bisschen anzuklingen. Ich hatte gerade irgendwie mal geguckt und Zivilgesellschaft gegoogelt und bin dann direkt auf die Website des Bundesministeriums für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit gestoßen. Da wurde so eine Definition oder so eine kurze Erläuterung präsentiert, ein seltsamer affirmativer Bezugnahme auf Gramsci, wo Zivilgesellschaft als die Gesamtheit des Engagements der Bürger eines Staates definiert wurde, als so eine Art Verbindungsglied zwischen Politik, der Sphäre der Öffentlichkeit und der privaten Sphäre der wirtschaftlichen Aktivitäten, dass dieses Engagement vornehmlich in Vereinen, Verbänden, Initiativen, Bewegungen stattfindet, die weder profitorientiert sind und dabei auch zugleich parteiunabhängig agieren. Also beides zusammen und weder noch sozusagen, also sowohl Politik als auch sozusagen Partikularinteressen, aber zugleich sozusagen, um eine zivilgesellschaftliche Bewegung zu sein, muss das Kriterium erfüllt sein, dass man im Prinzip weder ja, also Partikularinteresse artikuliert, noch eine unmittelbar staatliche Institution ist oder so. Und wenn man von Engagement redet, wenn davon die Rede ist, dass das Leute sind, die eben nicht bloß reden, sondern die ihre eigenen Belange sozusagen in die Hand nehmen, die aber dabei nicht sozusagen als partikulare Interessenvertreter agieren, die sich mit anderen auf einem öffentlichen Markt gewissermaßen zusammenfinden und dort ihre gemeinsamen Belange gestalten, sondern immer schon als Repräsentanten irgendwelcher Kollektive, Bewegungen, Vereine, Institutionen und so weiter auftreten, die eben explizit keine Partikularinteressen verfolgen, sondern und eben halt auch nicht bloß darüber sprechen oder irgendwelche Dinge aushandeln, sondern halt direkt eingreifen und versuchen, Dinge durchzusetzen und selbstständig zu gestalten, engagiert zu sein und tätig zu sein, dann ist das doch was völlig anderes als diese klassische bürgerliche Öffentlichkeit und sieht doch in dem viel ähnlicher, was jetzt Ingo gerade ausgeführt hat, ne, zum Thema Politisierung der Universitäten, die ja auch immer mehr sich so zivilgesellschaftlichen Bewegungen gewissermaßen anähneln. Also die Universität als Verein, der nicht sozusagen jetzt sein Feld beackert in Abstraktion von allen Bedingungen, die einen so politisch und wirtschaftlich umgeben, sondern der eben als zivilgesellschaftliche Bewegung, als Verein, als Institution eingreifen möchte, was bewegen möchte, was bewirken möchte, der nicht wartet darauf, was für politische Entscheidungen getroffen werden, sondern der sein Schicksal selber in die Hand nimmt, aber nicht sozusagen im Partikularinteresse irgendwelcher Professoren oder irgendwelcher wirtschaftlichen Interessen der Studierenden und so weiter, sondern eben unmittelbar im allgemeinen, vermeintlich allgemeinen Interesse. Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Antirassismus, hin und her, irgendwie all diese diffusen Begriffe, die da umherschwirren und die mittlerweile das Profil einer Universität zum Beispiel charakterisieren sollen. Also eigentlich ist das doch die Verwandlung der Universität in eine
einzigen gesellschaftlichen Verein. So hat auch die Uni Oldenburg zum Klimastreik von Fridays for Future mobilisiert und aufgerufen. Ein Arbeitgeber fordert seine Angestellten zum Streiken auf. Also das muss man sich auch mal überlegen, was dann ein Streiken überhaupt bedeuten soll. Aber wenn das nicht eigentlich so Auflösungserscheinungen der Öffentlichkeit, die ja auch von dem Gegensatz von Allgemeinem und Privatem lebt, der ja gerade in all diesen zivilgesellschaftlichen Bewegungen aufgehoben und zerrüttet wird, also so eine Diffusion des Staates in den privaten Bereich und andersherum auch. Also, dass der Staat das nicht mehr regelt, sondern die Bürger das selber übernehmen und auf der anderen Seite, dass die Bürger nicht mehr in ihrem Eigeninteresse agieren, sondern unmittelbar und zugleich stets sozusagen das Allgemeine im Auge haben und gucken müssen, dass sie sich so organisieren, dass sie anderen nicht zur Last fallen. Hm. Ja, das war jetzt eine sehr, sehr lange und auch so eine Zeitdiagnose von dir im Grunde, wo ich mir erstmal selber darüber Gedanken machen muss, weil ich das so noch nicht gesehen habe. Von daher weiß ich jetzt nicht so genau, wie ich darauf reagieren soll. Wolltest du etwas gleich dazu sagen? Ja, vielleicht. Mach mal. Ja, also die Frage ist natürlich, ob jetzt man ausgehend von dem, wenn man jetzt den Begriff der Zivilgesellschaft einfach überführt in jeweilige öffentliche Institutionen oder eben auch von mir aus in Bezugnahme halt eben auf die jeweiligen Einzelkapitale etc., ob man da nicht vielleicht trotzdem einen gewissen Fehler begeht, indem man nicht zumindest die immanente Funktion dieser, wenn man das so will, vielleicht ja schon eher Marketingfunktion dieser Selbstbezeichnung halt irgendwie in Bezug halt eben auf was weiß ich, Universitäten und halt eben, wie gesagt, auch auf die Warenwelt oder keine Ahnung, was halt irgendwie missversteht. Weil das würde ich vielleicht eher sagen, ne, dass es nicht unbedingt primär darum geht, dass halt eben eine Übermacht der Zivilgesellschaft halt irgendwie entsteht, die jetzt halt irgendwie auch übergeht auf was weiß ich, welche Institutionen, sondern dass man sich eben gerade eher die politischen Fragen zunutze macht, um halt eben, wenn man so will, in der verallgemeinerten Konkurrenz selber, sich selber halt eben auch als dasjenige Produkt anzubieten, was dann in der Sphäre des Konsums halt eben, oder das dann halt eben auch wegkonsumiert wird, vielleicht ganz naiv, wie gesagt. Und deswegen frage ich mich, ob das dann überhaupt so Auflösungsphänomene sind oder ob das nicht eigentlich Phänomene von Warenästhetik eher sind, die halt eben durch und durch politisiert sind. Mittlerweile, weil das genau der Punkt ist, der dann halt eben den Kaufanreiz bietet und überhaupt zu Bedingungen der Realisierung des Werts halt eben beiträgt. Weil du in deinem Beitrag, Sebastian, auch mich teilweise mit angesprochen hast, vielleicht noch eine kurze Reaktion von meiner Seite. Jan, ich hatte dich gesehen, du bist dann als Nächster dran. Also auch durch deinen Beitrag jetzt so ein bisschen bedingt, würde ich es vielleicht nochmal präzisieren wollen, dass ich jetzt auch gar nicht den politischen Existenzialismus so als den absoluten Gegensatz zur Zivilgesellschaft sehen würde, sondern vielleicht müsste man sogar eher von einem Kontinuum sprechen, insofern sowohl für die Zivilgesellschaft als auch für diesen politischen Existenzialismus ja die Verbindung zu einem Wahrheitsanspruch gekappt ist, also insofern auch die Verbindung dazu erst einmal die Sache, die da kritisiert wird, überhaupt getreu zu erfassen, die ist ja gekappt und insofern ist es dann am Ende auch eigentlich nur noch eine Frage der Mittel, die man anwendet. Ob man jetzt eine Petition bei Campact organisiert, ob man irgendwie einen Bürgerrat einrichtet, wo dann die Leute über Klimapolitik irgendwie Vorschläge einbringen sollen, was ja jetzt in Deutschland auch eingerichtet wird, in Frankreich gibt es das schon länger. Oder ob man irgendwie sagt, na, man muss sich an Gemälde in Museen festtackern oder man muss zu Waffen greifen. Und am Ende geht es eben immer darum, Gegenhegemonie zu erzeugen. Und da denke ich, ist eigentlich dann Zivilgesellschaft und politischer Existenzialismus auch gar nicht mehr der Sache nach groß zu unterscheiden, sondern dann ist es eher eine Frage der Mittel. Das deutet aber vielleicht auch nochmal einen Zerfall der Zivilgesellschaft an, wie sie klassischerweise dann noch bei von Gramsci oder Althusser analysiert wurde. Mhm. Weiß nicht, ob du da auch noch mal was zu sagen willst, sonst wäre Jan der Nächste.
Ja, ich bin jetzt ist durch die Beiträge ist jetzt die Gedankenmaschine angetrieben worden und jetzt bin ich sozusagen die ganze Zeit am Überlegen, während neue Sachen gesagt werden. Okay, wir sollten uns einfach mal eine Minute Schweigeminute gönnen. Ja. Die Leute zu Hause können vielleicht nochmal zum Kühlschrank gehen oder zum Klo. Nein, wir machen weiter. Jan, bitte. Ja, es wurde ja auf den politischen Existenzialismus jetzt schon mehrfach eingegangen und ihr hattet am Anfang, ich glaube, das hattest du vor allem, diese Kritik der Öffentlichkeit bei Heidegger thematisiert und also ich glaube, was eben zentral ist bei vor allem Carl Schmitt ist ja, dass der liberale Staat und nicht unbedingt die private Öffentlichkeit angegriffen werden oder angegriffen wird als eben ein schwacher, totaler Staat, der eben zur Schwarzbude verkommen ist und nicht mehr bereit ist, die staatliche Funktion, die Schmitt eben vorschwebt, eben die homogene Einheit des Volkes auszudrücken, übernehmen kann. Bei Heidegger ist ja auch die Kritik der Öffentlichkeit nicht so, dass er statt der Öffentlichkeit einen Staat will, sondern der Staat ist ja selber die Stätte des Da, also auch ein völkischer Staatsbegriff, der eben mit dem bürgerlichen Staat als einem abstrakten Verhältnis auch nicht zurechtkommt. Von daher würde ich sagen, gibt es da eine gewisse Kontinuität, dass man vom Staat und vom Kapital, von diesen Abstraktionen weg möchte hin zu irgendwas anderem und da auch eine Vorstellung hat, man koppelt sich von der Wahrheit und als gesagt, das wird zum Amoklauf ohne Inhalt. Ich würde sagen, dass diese Inhaltslosigkeit und die praktisch Abschottung von jeder Wahrheitsvorstellung, von jeder Frage nach dem Was, zum eigentlichen Inhalt wird, das ist dann der politische Existenzialismus und das findet dann auch bei gegenwärtigen zivilgesellschaftlichen Akteuren vielleicht ihren Widerhall, sodass da eigentlich immer schon vielleicht diese Vorstellung vom Zerfall einer bürgerlich-liberalen Öffentlichkeit mitgedacht werden muss und die Vorstellung von Zivilgesellschaft vielleicht deswegen auch so ideologisch ist, weil sie eigentlich immer noch in dieser bürgerlich heilen Zivilgesellschaftswelt lebt. Und das eben nur auf Kosten von Abstraktion von Kapital und Staat kann, sodass das eigentlich eh schon eine sehr freischwebende Sache wird, wo eben dem Wahn auch Tür und Tor geöffnet wird, was man dann eben in der Verabschiedung von jeder Wahrheitsfrage eben sieht. Also im Grunde müsste man ja auch sagen, so desorganisiert, wie diese Zivilgesellschaft eigentlich ist, ne, kann es ja auch eigentlich nur dazu einladen, im Grunde sich jeglicher Wahrheit zu entschlagen. Also weil es ja wirklich ein Terrain ist, auf dem wirklich die unterschiedlichen Meinungen, Positionen aufeinandertreffen, die Ansichten, ne, und Vorstellungen über die Welt. Und wenn ich mich jetzt sozusagen als Theoretiker, als jemand, der versucht, sozusagen dieses Phänomen in seiner Gesamtheit zu umfassen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass jemand dann sich dazu genötigt sieht, zu sagen, naja, hat ja jeder eine eigene Vorstellung von Wahrheit, also gibt es die Wahrheit eigentlich gar nicht. Ne? Also im Grunde lädt sozusagen die Art und Weise, wie Gesellschaftlichkeit, wie vor allem auch geistige Tätigkeit, also das wollte ich ja auch in meinem Vortrag stark machen, es geht vor allem auch um Geist, die Menschen sind ja geistig aktiv auch, wenn sie in der Zivilgesellschaft tätig sind, weil es eben auch eine Sphäre der Bildung ist und der Weiterbildung, dass jetzt habe ich den Faden verloren, dass das dann das kommt davon, wenn man zu viele Nebensätze hat. Dass das eben dann dazu führt, im Grunde, na, dann ist es halt einfach nur dieser bunte Haufen. Ja. Ja. Genau. Ja. Mehr kann ich jetzt gerade gar nicht dazu sagen. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ich stimme dir eigentlich in den meisten Punkten zu. Also, und dann ist das sozusagen einfach, also was dann quasi, dann wird es zum Selbstzweck. Also das Terrain, auf dem sich die Leute äußern, das ist dann sozusagen einfach schon das Schöne, ne, die bunte Welt. Also man kann das dann sozusagen verklären als eine Arena, in der Konsens ausgehandelt wird
Oder man verklärt es einfach zu einer Arena, auf der permanent gekämpft wird. Ja, man kann dann quasi das eine oder das andere hervorheben und da hat man im Grunde dann auch die Konfliktparteien, nämlich sozusagen die Rationalisten, Habermas etc. und dann die Irrationalisten, der Poststrukturalisten, Postmarxisten, aber im Grunde projizieren sie halt viel auf die Zivilgesellschaft, ohne halt inhaltlich irgendwie rationale Kriterien und anzugeben, wie denn Gesellschaft organisiert werden sollte, also was eigentlich eine vernünftige Gesellschaft ausmacht. Das ist halt das Problem, dass man eigentlich nur noch diese formanalytischen oder diese formalen Analysen anstellt. Und die Form wird dann tatsächlich zum Selbstzweck. Ne? Da beginnt dann sozusagen das Eigentliche. Also dass es einfach toll ist, in der Zivilgesellschaft zu leben. Ja, so, da ist immerhin was möglich. Oder so. Ja, so könnte man das vielleicht auch, diese Positionen, die hier geäußert wurden, vielleicht zusammenbringen. Wenn ihr damit einverstanden seid. Gibt es noch Meldungen im Chat? Ja, hier ist noch eine Frage. Ja. In welchem Zusammenhang steht die Renaissance des Begriffs Zivilgesellschaft mit dem Neoliberalismus und dem Defunding des Sozialstaats, welcher dann kommunitaristisch an eine mittellose Eigenverantwortung outgesourced wird? Ja, in einem sehr engen Zusammenhang. Also ich meine, dass die Idee der Zivilgesellschaft kommt ja schon so, also wird sehr stark in den 80er Jahren, aber mit dem Niedergang des Ostblocks, mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten in Osteuropa, wird dann ja auch gesagt, und jetzt müssen wir zivilgesellschaftliche Strukturen dort herstellen. Ne? Und damit hat man immer eigentlich auch marktförmige Strukturen gemeint. Ne? Man wollte es nur so nicht nennen. Wird auch in Lateinamerika bis heute eigentlich noch so gemacht, also unter dem Vorwand, Zivilgesellschaft zu stärken, wie man das sagt, gibt es da unzählige Lobbygruppen, die eigentlich nur darauf aus sind, quasi immer weitere Bereiche des sozialen Lebens in marktförmige Beziehungen umzuwandeln, indigene Rechte zu beschneiden, spielt ja da auch eine große Rolle in Lateinamerika. Und der Kommunitarismus ist meiner Meinung nach tatsächlich eine der neoliberalen Ideologien, die das dann sozusagen dann auch noch verbrämen. Ja, dass man wirklich sozusagen kommunales Eigenengagement, ne, die Communities sollen sich selber organisieren, sollen sich um ihre Lebensbereiche kümmern. Aber gleichzeitig haben sie überhaupt gar keine Mittel. Also es ist dann alles, läuft dann alles auf Ehrenamt hinaus. Ja. So, das wird dann sozusagen einfach, also die quasi von der Lebenszeit der Menschen quasi abgeknapst, sollen dann Strukturen entstehen, für die eigentlich der Staat doch verantwortlich sein sollte. Wir nähern uns 21 Uhr. Es gibt noch eine Meldung, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit rein, aber so langsam dann zum Ende, oder? Ja. Bitte. Aber dann, also, auch das, aber es ist aufzufassen, weil dann checken wir ja sozusagen, also auch wenn man heute, immer wenn man von zivilgesellschaftlichem Engagement redet, meint man ja genau solche Eigeninitiativen, die eben überhaupt irgendetwas wirklich oder vermeintlichem öffentlichen Interesse dann privat organisiert versuchen umzusetzen, dem Staat ein bisschen was die Arbeit abzunehmen. Aber also wie gesagt, genau diese Zwischenstellung, die ich eben schon angesprochen hatte, aber wenn das dann alles so zusammentritt, dann wäre ja eigentlich das, was heute mit Zivilgesellschaft irgendwie so bezeichnet wird, ja, ist auch wirklich der Zerfall dessen, was vielleicht in diesen theoretischen Diskussionen, die du vorher referiert hattest, eigentlich mit Civil Society und so weiter gemeint war. Also genau die Diffusion von so etwas wie einem allgemeinen, im Gegensatz zu einem bloß besonderen, privaten Interesse und auch die Diffusion des besonderen privaten Interesses in das Allgemeine hinein, sodass dann ja wirklich sich eigentlich diese Zivilgesellschaft als ein loses Bündel unzusammenhängender, betroffenener, halbstaatlicher Initiativen darstellt, die ja durch gar keinen besonderen inhaltlichen Zweck irgendwie begründet sind. Deswegen ist ja auch dieses seltsame Abstrakte von zivilgesellschaftlichem Engagement, das hättest du auch gerade gesagt, das kann
Man kann eine Endzeit-Sekte über die letzte Generation gründen. Man kann einen Taubenzüchterverein aktiv sein, einen Sportverein. Man kann für die Tafel arbeiten. Man kann eine gesellschaftskritische Bildung, eine Initiative gegen Rassismus oder Antisemitismus gründen. All das fällt ja irgendwie unter zivilgesellschaftliches Engagement. Mhm. Und all das hat ja, also das, dann hat das ja wirklich auch dreimal von so einer Beschäftigungstherapie, die Leute einfach bei der Stimme zu halten und sie permanent dazu aufzufordern, sich irgendwo einzubringen, sich zu engagieren, sich einzusetzen und von sich, wie auch von einem irgend vernünftigen Allgemeinen, möglichst abzusehen. Das ist ja auch so ganz komisch. Das ist ja wirklich so ein Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme. Zivilgesellschaftliches Engagement, das ja auch überhaupt wieder ein Lebensläufer gefordert wird. Ob das noch nicht ist. Ehrenamtlich. Genau das wollte ich ja zumindest einmal erwähnt wissen, ja, bei meinem Vortrag. Also, ja, ich bin da ganz bei dir. Mir schwirren auch noch Gedanken im Kopf, aber ich würde sagen, die diskutieren wir dann beim Bier und Pizza. Und bedanken uns dafür, dass ihr alle hergekommen seid, obwohl es die Möglichkeit gab, zu Hause zu sitzen und den Livestream zu verfolgen. Das geht an euch, Chat. Und ich weise zum Schluss noch einmal auf die letzte Veranstaltung in diesem Semester hin, die in 2 Wochen im Biss-Saal stattfindet, wiederum um 19 Uhr, ein Vortrag von Maxi Berger zum Thema Entgrenzung der Künste und Ideologie. Und damit gebe ich ab ins Studio. Dankeschön.